Die Kamera, 43. Session des Kernel Club Augsburg und Richie macht eine Lesung der Linux Kernel Source und wir fangen mal bei TCP an. Richtig, genau. Oder, also es ist geplant als eine Hallo und herzlich willkommen zu der Forschungsreise durch den Linux Kernel. Das ist auch geplant als so eine Reise zusammen. Das heißt, ich bin der Reiseleiter, das heißt aber auch, ich kenne mich auch nicht überall perfekt aus. Ich weiß so grob, wo die Flüsse in dem Linux Kernel Land verlaufen und ich kenne mich so in einem Teilland vielleicht ganz gut aus, nämlich im Netzwerk-TCP-Land. Aber in anderen Bereichen kann das sein, dass wir da zusammen rätseln oder dass ich dann auch nur so grob sagen kann, wahrscheinlich ist es da und dann recherchiert man. Und mein Plan war so ein bisschen, wenn wir anfangen, so erstmal einen groben Überblick uns zu holen. Und zwar, wenn man sich die Kernels außen anguckt, dann kann man das gut lesen. Ist das von der Größe cool? Ja, okay. Gut. Das geht jetzt. Genau. Also so sieht der Quellcode-Ordner vom Linux-Kernel aus. In Arch speziell sind dann so die architekturspezifischen Sachen. Und da sieht man, was der Kernel alles unterstützt. Und das ist ziemlich viel. Das ist großteils auch recht viel Header-Dateien-Fu. Also oft, wenn auf einer bestimmten Architektur ein bestimmter Typ eine andere Größe in Bytes hat, sind dann hier die ganzen Header anders. Genau, dann in Block liegt alles spezifisch für Block-Devices und auch speziell das VFS, also das virtuelle Dateisystem, was so der Wrapper ist zwischen, wenn oben die Anwendungen sind und unten die spezifischen Dateisysteme wie X3 oder X4, dann ist das zwischendrin so als allgemeine API. Dann Zertifikate sind nicht besonders spannend. Dann, was vielleicht interessant ist, ist, dass der Linux-Kernel überhaupt eigene Krypto-Sachen drin hat. Und da gab es ja auch schon öfter Foo. Genau, dann Debian, den Ordner gibt es normal nicht, den habe ich, weil ich halt mal Sachen auf Debian gebaut habe. Dann gibt es Doku und es ist sogar sehr vorbildlich, dass der Doku-Ordner relativ groß ist und dass sie recht viele Dinge dokumentiert haben. Also der ist zum Beispiel größer als der in Megabyte, als der Block-Devices-Ordner, der hat 1,5 Megabyte und der hat 204. Und das stimmt dann, denn die Dokumentation stimmt zu den Sourcen dann, fast zu den Sourcen. Manchmal, also nicht immer. Also ich habe einmal reingeguckt, also die wichtigen Sachen stimmen schon, also sie haben viel so, was muss man beachten, wenn man selber Kernel-Sachen contributen soll, wen muss man wofür fragen und was ist so der Prozess, wann schickt man seine Sachen und wann schickt man die Sachen besser nicht, wenn man den Sachen auf den Leuten auf den Geist geht. Das ist alles gut und aktuell. Aber ich habe da auch mir mal spezifische Sachen zum Netzwerkkram angeguckt. Wo finden wir es denn? Ich glaube auch bei also die ganzen TCP-Parameter zum Beispiel von sysctl. Die zählen zum Beispiel, die zählen schon wieder als User-Kram oder als API-spezifisch und da findet man eine eigene Man-Page dafür. Das ist Man-TCP und da sind die tatsächlich alle dokumentiert. Und die sind sogar recht gut dokumentiert, weil die Leute, die für diese Man-Pages und für die API vom Kernel zuständig sind, die machen eigentlich einen sehr gewissenhaften Job. Aber so viel dazu. Genau, also hier habe ich mal was gefunden, was irgendwie sehr alt war. Und das war dann so, das war glaube ich auch speziell zu TCP. Da hatten die CD immer irgendwas, wo wir können es ja mal angucken. Ich glaube, das hier. Oh, zwischendurch also das ist, ich würde sagen, also mal vom Augenschein her, das ist ein Museum von Dokumenten, die irgendjemand mal geschrieben hat. Und einige davon werden dann wirklich aktuell nachgezogen. Also das Dokument 3C509 Text, das gab es also vor 20 Jahren auch schon. Und wir haben, das ist so eine Netzwerkkarte, da 3.com. Das war so, damals gab es ja nur 10 verschiedene Netzwerkkarten, glaube ich, in Linux. Ja, da war alles einfacher. Ja, ich habe es auch hier gerade gesehen, hier waren sie irgendwie S auf 2613, das ist natürlich auch schon so ein bisschen her. Aktuell ist ja 419. Genau. Also das Gute ist, man kann da dann immer mit Git gucken, wann die Dateien das letzte Mal verändert worden sind und wie aktuell die sind und manchmal sogar wer dafür zuständig ist und wenn man irgendwie, wenn das Problem, was man hat, ernst genug ist, kann man die Leute sogar anschreiben und den Mails schreiben und die helfen einem dann weiter. Also dass man kommt schon immer noch irgendwie weiter.
Genau, dann als nächstes die Treiber, das sind natürlich viele. Und 400 Megabyte ist auch viel Arbeit. Dann Firmware ist sehr wenig, dann Dateisysteme ist wieder sehr impressive, was Linux alles für absurde Dateisysteme unterstützt. Also das ist zum Beispiel das von Plan 9 dabei. Und dann natürlich der Windows-Kram, also FAT hat man auch hier unten. Und NTFS glaube ich auch, muss ich mal gucken. LMN. Also ist das alles Production Quality hier? Das sind alles tolle, fertige... Meinst du den Quellcode oder die Doku? Also jetzt die Files, also ich meine das tatsächlich, also das Produkt sozusagen, die Dokumentation ist nicht so interessant. Ah. Also XFS zum Beispiel, ist das nur historisch, dass das da rumsteht? Das ist noch gemaintained. Also man kann auch nachgucken, es gibt da diese Maintainers-File, ob der Quellcode noch einen Maintainer hat, der sich da aktiv drum kümmern muss und der das lieb hat, oder ob das schon so am vor sich hinrotten ist. Wobei allgemein ist die Regel, dass der Linus eigentlich in dem ganzen Tree nichts haben möchte, was zu alt ist oder was zu lang vor sich hinrottet. Also Reiser FS zum Beispiel. Das ist immer noch so offiziell supported tatsächlich. Also das könnte man auch da immer noch... Da müsste ich dann im README schauen. Können wir machen. Was die da so erzählen. Also zum Beispiel könnten wir jetzt auch gucken, wann da das letzte Mal was geupdatet wurde. Da muss ich nur diesen... Da wurde ja mal sehr viel Wind gemacht um das. Das war irgendwie ganz cool und ganz toll und so. Und das war das mit der Murder Performance, glaube ich. Ja, also der Hans Reise, der hatte irgendwie dann Schwierigkeiten gehabt. Und zwar, welches nehmen wir da jetzt am besten? GitK ist, glaube ich, da das Tolle. Weil GitK sagt einem... Das habe ich hier sogar größer gestellt vorher. Wenn man GitK mit einer bestimmten Datei startet, dann sagt es einem, wann die das letzte Mal von wem... Also du hast die Gesamt-Kernel-Sourcen geklont. Genau, das ist ein Repo, das habe ich lokal. Wie groß ist das? Wir können später gucken. Ich glaube, es war schon so ein Gigabyte rum. Ah, jetzt sehen wir. Der letzte Commit da ist ein Update Broken Web Addresses in der README. Oh ja, 2010. Wir können jetzt aber fairerweise nochmal vom ganzen Kernel die Git-Sachen uns angucken. Also vom ganzen Ordner mit dem. Langsam, das will ich doch nochmal sehen. Also da war da waren jetzt drei Commits nur zu sehen, oder was? Ja, speziell für die README-Datei aber. Okay. Und jetzt mache ich nochmal das Ganze auf diesen, also den ganzen Git-Log, der den Ordner betrifft, von dem Reiser-FS-Ordner. Und da werden es dann wahrscheinlich mehr sein. Und da ist der letzte vom 22.08.2018. Fix Broken X-Up. Mhm. Also da gibt es Maintainer, die das weiter aufrechterhalten. Genau. Und es scheinen wohl auch Menschen zu geben, die da interessiert sind und die auch Patches da submitten. Mhm. X-Atre war ja, glaube ich, das mit den, nicht mit den Unix-Rechten, sondern mit den anderen Rechten. Mit das den sind früheren. So von Linux selbst erfundene Rechte, die wurden auch vor 20 Jahren schon eingeführt. Also waren das auch die gleichen wie diese ACLs? Das gehört da mit dazu. Ah, okay. Also dass man da so, bei ACLs gibt es ja auch einen POSIX-Standard. Und das haben die damals halt gesagt, wir machen hier ein bisschen dazu und wir machen das so, dass es POSIX-konform ist mit den ACLs. Und das hat dann nie jemand benutzt. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand schon mal benutzt hat. Also ich habe es mir einmal aus Neugierde angeguckt, weil ich mir dachte, das ist cool und dann nie wieder benutzt. Es kann sein, dass man, ich weiß nicht genau, das ist ja auch so eine API-Sache. Gell? Wenn ich da so ein Direktorium mir anschaue, was sind da für Attribute drin? Wenn ich sowas wie NTFS habe, vielleicht wird es dann da benutzt. Und hier haben sie sogar mal Typen geupdatet, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt, ich glaube, sie haben mal die ganzen Timer-Sachen besser getypt gemacht im Kernel, weil lange Zeit waren das alles nur Ints und jetzt haben sie da eigene Typen dafür. Und das haben sie dann sogar hier auch geupdatet alles. Und wann war dieser Commit? Der war auch 2018, 22.08. Also das ist oft so, dass die so zusammengehen, weil die Maintainer, die kriegen mehrere Commits, gucken die sich alle an und dann lassen sie immer gleich vier auf einmal rein oder so. Mhm. Und man sieht hier auch so die Reihenfolge von den Leuten, die da beteiligt waren. Mhm. Also der Arne Bergmann ist der das gemacht hat. Und dann CC sind, glaube ich, ach Gott, das sind entweder Kollegen, die mitgeholfen haben oder die auch irgendwie beteiligt waren. Und dann das ist der spezifische Filesystem-Maintainer im Kernel und dann das ist halt der Linus, der hat ganz am Ende noch drüber geguckt.
Und auch ansonsten, also da gab es insgesamt 791 Commits, die das irgendwie getouched haben. Und auch viel Rumgemerche. Genau, so viel zu ReiserFS, aber das ist ganz cool, dass wir jetzt das mit GitHub gemacht haben, weil das wollte ich später eh noch machen, so diese historische Ortserkundung. Gibt es noch mehr Dateisysteme mit Fragen? Wie gut sieht man das? Also welches ist denn jetzt wirklich das, was man benutzen soll? Uff, also meiner Meinung nach ist das X4 das, was man benutzen möchte. Das ist das, was faktisch, und dieses BetaFS ist seit 10 Jahren in der Pipeline, oder? Ja, das, ach Gott, das muss ich, ja okay, ich überlege, das ist schon so ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, so viele Leute, da wird jetzt kein großer Flamewar deswegen in YouTube-Kommentaren anfangen, deswegen hoffe ich mal. Aber ich sehe das ButterFS immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, unseriös ist vielleicht zu stark, aber es gab immer wieder so viel hin und her und ich höre öfter von Leuten, die deswegen ihre Daten verlieren und das ist nicht so, für mich ist es immer noch so ein bisschen vielleicht zum Basteln interessant, aber ich würde es jetzt nicht verwenden für meine Daten. Mhm. Aber das ist vielleicht, habt ihr da andere Meinung? Ich bin also ich glaube, es war mal, das hatte halt so ein paar coole Feature, die man haben möchte, wie zum Beispiel, dass man Snapshots haben kann und dass die selber für einen aufbewahrt und dass es auch RAID für dich verwaltet. Also lauter so Sachen, die ZFS auch kann. ZFS ist ja jetzt drin. Was hat ja. Genau, also das war lange Zeit auch so ein Ersatz-ZFS, wenn man diese Features braucht, aber dadurch, dass es ZFS jetzt halt in richtig gibt oder importiert, hat sich halt so für mich der, also es ist eine Antwort auf eine Frage, die nicht niemand mehr stellt. Und das könnte man jetzt verwenden hier, ist das, oder hat das Einschränkungen? Das mit ZFS ist glaube ich so, es ist immer noch ein Port. Das Original-ZFS kommt ja von Solaris. Aber der Port ist, weil da glaube ich Canonical dahinter ist, mittlerweile auch soweit complete und verwendbar. Aber auch da, das ist das Gebiet, in dem ich mich nicht so gut auskenne von dem Land, weil mein Gebiet ist das Netzwerkland. Deswegen, also wir könnten da später noch ein bisschen googeln, aber jetzt würde ich mal gerne weiter gucken. Was gibt es denn noch? ZFS ist gar nicht in dem FS-Verzeichnis, sondern separat. Okay. Ich habe tatsächlich mich auch gerade kurz gewundert, weil es ja nur bis X geht. Dann hat das jemand dann nur so geparkt. Ich weiß es nicht tatsächlich. Und es gab ja auch mal so Lizenzsachen beim ZFS. Okay. Als nächstes kommt Include. Das ist tatsächlich für Linux-Kernel-Kram recht wichtig. Da sind sehr, sehr viele Header-Dateien. Und es sind ja alle Datenstrukturen sind ja in den Headern. Das heißt, mit denen kämpft man auch öfter und wir werden auch später noch öfter Header-Dateien sehen, wenn wir uns die Structs angucken. Genau, ich mache wieder den Ranger auf. Genau, wir waren jetzt hier bei Include hatten wir. Dann Init ist nicht so spannend. IPC ist... Kannst du zumindest sagen, was das tut? Ich habe zum Teil gesagt, dass es nicht so spannend ist, weil ich es nicht so genau weiß. Also ich glaube, das hat was mit dem Booten vom Kernel zu tun. Das ist ja auch Mainziehen, dass diese Kalibrierung, die damals... Diese 91 hier, also das ist dann wohl wirklich der Start für den ganzen. Ja, würde naheliegen. Also das ist das, was wahrscheinlich, es gibt ja das Initram-FS. Das glaube ich, kommt erst der Kernel oder kommt erst das Initram-FS? Jetzt bin ich gerade selber mir unsicher. Ich glaube, der Grub lädt ja erstmal den Kernel-Initram und dann das Initram-FS. Und dann stupft er den Kernel so an oder dann springt er halt da rein an die Einsprungstelle im Assembler. Und vermutlich ist das dann auch hier, wo er reinspringt. Das könnte sein. Man kann manchmal reingucken, manchmal steht da noch etwas. Deine Anmerkung? Ja. Du sagst dich mal einfach, da gab es bei Pi, da gibt es noch einen Aufschluss. Ich ist sofort, soweit ich das verstanden habe, erst der Kernel gebootet. Und der Kernel liest dann das Innenrahmen-FS, damit er die ganzen Sachen initialisieren kann und lädt dann den Init-Dienst, würde ich so sagen. Also, ich weiß nicht hundertprozentig, aber das ist das, wie ich das auch anhand von Raspberry Pi und sowas. Ja, wenn wir zwei schon mal den gleichen Verdacht haben, ist das ja schon mal gut. Genau. Genau, dann haben wir Init. Dann IPC ist klar, also Interprozesskommunikation zwischen zwei Prozessen.
Da gibt es ja normal auf jeden Fall die Unix Domain Sockets und dann gibt es noch so ein paar neuere Extensions, die alle kein Mensch verwendet. Also es gibt so POSIX Message Queues, dass ein Prozess einem anderen auch so kürzere Messages schicken kann, statt nur Buffer, bytesweise. Und das ist hier implementiert und das ist erstaunlich wenig. Und das ist ja immer schön, wenn Sachen wenig Code sind. Ja, und da war doch, wie heißt das, Systemd? Ja. Das soll doch das lösen, eigentlich, das Problem. IPC, oder? KDBus, oder? Ich weiß nicht mehr, wie das. Also, Systemd nutzt IPC für Sachen. Und ich glaube, das Einzige, wo Systemd beteiligt ist, ist, wenn ich am Anfang boote. Da ist ja manchmal das Problem, wenn verschiedene Services oder Daemons miteinander kommunizieren wollen, aber der andere ist noch gar nicht da. Genau. Dann sortiert der Systemd das so oder der buffert das kurz zwischen. Damit dann, bis der andere da ist, erst dann weiterleiten kann. Und das war ohne Systemd, musste man da andere Bastellösungen dafür finden. Und also der löst sozusagen ein spezifisches IPC-Problem, was man immer noch hat bei der Verwendung von IPC, aber der implementiert jetzt nicht IPC selber. Also das eigentliche Message-Passing ist dann in diesem kleinen Verzeichnis irgendwo. So wie drin. Ich. Ja. Denke ich. Also hier sind also auf jeden Fall diese MKSysCTL. Das ist aber gut, weil ich habe tatsächlich ein Buch oder ein etwas Standardliteratur zu dem Thema auch mit dabei. Und ich glaube, es ist in dem hier. Nee. Hier. Das ist natürlich jetzt, ach Gott, viel zu klein. Und zwar habe ich unter anderem, ist das hier das Buch, was ja genau die ganze API nach außen dokumentiert. Und da habe ich auch mehrere IPC-Kapitel. Da können wir kurz reingucken. Die andere Seite von dem Interface, wie die aussehen, gucken sollte. Und zwar könnt ihr lesen von der Größe so ungefähr. Momentan ist erstmal das hier relevant. Und es gab hier zwei Kapitel 16, über IPC. 15. Ich glaube, es war Advanced IPC, was wir haben wollten. Ja. Sockets. Ja, also genau das. Pipes. Genau, Message Queues sind so, also Pipes sind so der totale Standard, kennt man. Und dann Message Queues sind sowas von diesen sophistizierteren Sachen. Und ich glaube, die sind dann da implementiert, wo wir gerade hingeguckt haben. Und es gab aber, glaube ich, noch was Drittes. Ich bin jetzt gerade so. Genau, FIFOs kennt man auch. Und vor allem, weil da gab es auch mal so ein bisschen so ein Hin und Her im MSG, weil da gab es irgendwie die IBM-Variante, ne, die, ach Gott, wie heißt das? OS, ne. Es gibt ja diese ganzen alten Unixe, es gibt ja das Solaris, es gibt ja das BSD und das System 5, genau, das habe ich. Und es gab eine System5-Variante und eine BSD-Variante und eine POSIX-Variante. Und ich glaube, das hier ist die POSIX-Variante, die man auch verwenden sollte. Und die kriegt man eben, wenn man C programmiert, mit diesem Header hier. Und das sind auch die, wenn wir wieder zurückgehen. Dieses msg.c ist genau das. Und was es natürlich interessant wäre, ist hier jetzt dann auch die Unix Domain Sockets, sind die auch irgendwo hier oder sind die irgendwo anders? Und das weiß ich tatsächlich im Moment auch nicht. Hier sieht man noch, das sind so Compile-Optionen. Also wenn man den Linux-Kernel kompilieren würde, könnte man hier einstellen, welche Features will ich haben oder welche nicht und welche Dateien gehören jeweils zu den Features. Also System5-IPC sind die hier alle. Und POSIX sind MQ und MSG-Util. Okay, das heißt aber für mich vor allem, hier ist nur so diese fancy Queues für IPC sind hier. Die Standard-Unix-Domain-Sockets sind wahrscheinlich woanders. Also da ist ein afunix.c, da gibt es eine, wo bin ich denn jetzt hier? Net Unix afunix.c, oder? Ist das das? Ja, wahrscheinlich ist der Hintergrund, dass das braucht ja einen Socket.
Und die haben einfach alles, was Sockets braucht, in den Net-Unterordner reingetan. Auch wenn es eigentlich IPC ist. Genau. Das ist, naja, das ist ja so ein alter Streit, ob denn Sockets überhaupt IPC sind. Und man hat halt in BSD damals die Sockets eingebaut und hat behauptet, das wäre IPC. Und seitdem ist es in der Unix-Welt eigentlich akzeptiert, diese Behauptung. Also dann haben sich die Ingenieure da durchgesetzt, die das einfach gemacht haben. Also die Gewohnheit. Wenn man so in anderen Bereichen schaut, also dieses, wir sind alle eigentlich damit groß geworden, mit dieser streambasierten Kommunikation und mit der Behauptung, das wäre IPC. Ja. Das ist konzeptionell, es ist halt eigentlich ein Netzwerk, dass ich Knoten habe, die über... Schon, also es gibt das natürlich noch speziell für IPC-Debus, was sich ja doch schon irgendwie in vielen Bereichen durchgesetzt hat. Aber das ist am Ende auch nur drumherum gebaut. Das ist so oben drauf gesetzt. Also das ist so eine alte Unix-Tradition, die auf BSD zurückgeht, dass man alles auf irgendwelche Sockets, auf solche Ströme... Ja, und ich glaube, Debus ist ja auch um die Unix-Domain-Sockets rumgebaut, soweit ich weiß. Wahrscheinlich, ja, ja. Okay, dann weiter. Es gibt jetzt hier im Linux-Kernel-Ordner wieder einen Ordner, der Kernel heißt. Das fand ich erstmal etwas verwirrend. Also. Das erinnert mich an einen alten Kunstlehrer von mir, der hat den Desktop über folgendermaßen aufgeräumt. Er hat auf seinem Desktop einen Ordner namens Desktop angelegt und hat dann an den Rechner von dem Desktop verschoben. Das machst du halt viermal. Ja, genau. Und dann, er hat dann eine Sache gesucht und ist dann in diesen Desktop-Ordner rein, dann wieder in den Desktop-Ordner. Also ich habe das mal ein bisschen recherchiert und der Hintergrund hier ist, wenn der Linux-Kernel ein Mikrokernel wäre, also alle Mikrokernel-spezifischen Sachen sind da drin. Alle anderen Sachen könnte man theoretisch auslagern, also so wie File-Systems und Block-Devices und Memory-Management könnte man auslagern in den User-Space, aber das ist das, was sogar ein Mikrokernel wirklich noch selber machen muss im Kernel-Space. Das haben sie in diesem Kernel-Unterordner. Und da ist halt zum Beispiel das Scheduling da drin. Also hier gibt es ein Sheet, wo haben wir es? Und den Namen fand ich lustig, ich weiß noch nicht, was es tut, aber... aber hier ist zum Beispiel der Scheduler drin und auch noch so ein paar andere so wirkliche Core-Sachen. Auch IRQ, also wie es Interrupts handelt, Live-Patching ist hier. Und auch das ganze Logging-Gedöns. Also der Linux-Kernel hat ja so ein eigenes Logging-Subsystem, wo man auch, wenn man nur liest, so weniger loggen kann, als wenn man schreibt. Das ist dieses, ach Gott, ich habe den Namen vergessen. R. F. Ach Gott. RCU, Read, Copy, Update. Das ist dann hier auch drin. Genau, hier ist das Schedule. Das habe ich nicht. Und da gibt es ja auch mehrere und man kann ja auch für Prozessgruppen eigene Scheduler definieren und, und. Genau, dann in lib sind irgendwelche Libraries drin, ich weiß auch nicht genau, was die tun. Aber es sind wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie existierende, die man einfach reinkopiert hat. Weil die meisten Libraries, die man so irgendwie in der Welt findet, die dependen ja immer noch auf die libc. Und die sind schon, glaube ich, für den Kernel so. Unter anderem haben sie sehr oft CRC implementiert, sehe ich gerade. Und diese Implementierungen, die sind auch tatsächlich super optimiert und versuchen, wenn sie Sachen mit in Assembler machen, mit auf Registern, so viel wie möglich in den Registern zu lassen und auf den Registern zu arbeiten. Das ist recht cool. Also gibt es ein XZ-Library zum Beispiel. Da werden dann auch historisch sämtliche Kompressionslibraries so aufgesammelt da. Ja, ich glaube vor allem XZ. Ist ja sehr langsam, also es komprimiert ja sehr gut, aber sehr langsam, das will man ja, glaube ich, gar nicht immer nehmen. Genau, was gibt es sonst noch? Lizenzen? Da heute keine Lizenz, aber es ist interessant, dass die alle auch die BSD-Lizenzen haben. Vermutlich müssen sie die einmal so rechtlich irgendwo in Volltext liegen haben. Also ich bin noch bei Library, bei Lib, da gibt es dann Fonts. Und ich habe jetzt gedacht, da kommen tolle Font-Unterstützungslibrary, dabei sind da die Fonts als C-Quelltext. Also so wie das ganz früher gemacht wurde. Was? Ach Gott, diese, das wundert diese PC. Dann wird dieser Text geschrieben, wenn man bootet, oder? Genau, ja. Also auf die PC. Oder wenn man so einen Kernel-Panic hat und der die Sachen anzeigt, ja. Vermutlich. Es ist schon sehr konservativ. Der Linus Torvalds ist ja genauso alt wie ich.
Und ich habe den durchaus zur Kenntnis genommen und auch mich mal gefragt, also manchmal als Vorbild und manchmal, ja, ich mache das ganz anders. Manchmal extrem konservativ ist das. Ja. Da kann man nach 30 Jahren wiederkommen und... Das sieht man wie Buchstaben, oder? Ja. Ja, von die 0, die 1. Sieht man das nur schon ganz schwach, wegen Schwank und Rasse, aber... Ah, ja. Die 3, die 4. Das ist schon lustig. Ja. Also wir können jetzt nochmal kurz gucken wegen Terminal. Das muss doch irgendwie gehen, dass ich hier einen weißen Hintergrund... Ich bin hier halt einfach in Visual Studio Code und habe da den tollen File-Browser, aber da klickt man das eben mal schön. Also wir können auch jetzt mal tatsächlich mit dem Vehikel, mit dem ich eigentlich später erst arbeiten wollte, mal anfangen. Ich habe nur... wo haben wir es? Also das ist der Qt-Creator, mit dem ich später noch detailliert mir Sachen angucken wollte. Wir können hier auch jetzt schon... Das ist wahrscheinlich auch zu klein. Nee, es geht sogar. Hier kannst du noch einen Tipp geben, wie man jetzt die Sourcen als Projekt da reinwurstelt? Kann ich kurz, man macht das normal so. Ich sage hier... New File or Project und dann kann ich ihm aber sagen, also importiere ein existierendes, dann das hier, import existing und wenn ich das gemacht habe, dann will der hier nur einen Namen und eine Location haben. Und import dann, Project. Genau. Und dann scannt er auch erstmal vor sich hin. Import existing Project. Genau. Ich hole mir jetzt auch kurz. Und tatsächlich, also ich habe verschiedene IDEs und Editoren ausprobiert und fand den mit so am angenehmsten und am praktischsten für so ein großes Projekt, also den Qt-Creator. Es gab auch mal, also mit Emacs war das immer sehr nervig, sich die Z-Tags zu generieren. Und es gab auch mal so eine Extension für den K-Develop von den KDE-Leuten, aber die ist dann irgendwann outdated und hat dann nicht mehr funktioniert und dann das ist der Qt-Creator geworden. Genau, wir waren hier bei lib und bei den Fonts. Wenn wir ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Das ist zum Beispiel hier ein Herzchen. Ja, das sind die Low-ASCII. Ist das. Und das ist, glaube ich, so. Also sind ja oben immer auch. Hier haben wir das Ausrufezeichen. Und hier kommen dann die Zahlen. Da sieht man auch so Mittel. Aber ich glaube, das macht den Erfolg von Linux aus. Also da ist man so, also man fühlt sich gleich zu Hause, man fühlt sich gleich 30 Jahre jünger, wenn man die Ressourcen anschaut. Das ist also nicht, wo man irgendwelchen Nonsens da vorgesetzt bekommt. Es gibt ja auch vor allem viele Trends, die auch schnell wieder sterben. Genau. Das ist vielleicht genau so. Das haben wir in unseren Ressourcen auch. Nur sind wir ein bisschen kühner, sagen wir mal, weil wir weniger dranhängen haben, dass man Dinge grundsätzlich verändert. Und man kann sich ein bisschen mehr trauen zu experimentieren. Weil es stärker typisiert ist auch. Was. Also ist schon cooler, gell? Dann, genau, gab es sonst noch was in lib? Was war 8.8.4.2? RAID 6. Also hat da jemand irgendeine bestimmte... Ist auch ein, auch ein Komprimierungsalgorithmus. Okay, genau, was sind großteils Komprimierung und dann hatten wir CRC, also Error Checking, Hilfssummen. Ah, hier sind noch so ein paar andere Sachen. Also der Linux-Kernel hat auch so eine eigene doppelt verkettete Listen-Implementierung, wo man dann, wenn man sein Struct hat, dann noch so ein Listen-Ding mit reintut, so ein Listen-Node in sein Struct und die ist auch hier die Liste. Oder er hat zum Beispiel auch hier einen eigenen KFIFO, also einen eigenen, ach Gott, wie heißt es, Ringbuffer-Implementierung. Ich mach mal das hier kleiner. Ist das alles noch in lib oder ist das woanders? Das ist noch in lib jetzt, ja. Und die kann man, also wenn man irgendwo Sachen puffern will, soll man immer den Ringbuffer benutzen. Und der ist hier auch implementiert.
Genau. Aber dann verlassen wir mal lib. Und das nächste wäre MM, also Memory Management. Ja, doch, man sieht es eigentlich ganz gut. Und da, puh, ich könnte so ein paar Sachen ganz grob erzählen, also Slup und Slop zum Beispiel und Slup. Also ich kenne nur das Oberste. Das ist so eine Art, also ein anderes Wort dafür ist Freelist. Das heißt, wenn ich Objekte oder Structs von einem bestimmten Typ sehr, sehr oft neu instanziere und wieder lösche oder ja, in C++ wäre es der Destructor, in C wäre es halt Free, nicht mehr brauche, dann ist das ja doof, wenn man die immer wieder malloken und freeen muss. Und dafür kann man dann sich für einen bestimmten Datentyp so einen eigenen Slub aufsetzen oder holen. Und der, wenn man dann anstatt die Sachen zu freeen, gibt man sie einfach in den Slub und anstatt Sachen neu zu malloken, holt man die sich aus dem Slub raus. Also das ist so ein eigener Buffer, der einem Sachen performanter macht. Dieses Wort bedeutet was? Ach Gott, das müssten wir jetzt googeln. Ich weiß es auch nicht auswendig. Das ist also quasi wie so ein Memory Allocator nur für einen bestimmten Typ. Genau, und also der hat immer die haben zum Beispiel einen immer für die, also jeder Prozess hat einen eigenen Struct, der Prozesse repräsentiert. Und dafür haben sie zum Beispiel einen, wenn man die ja dauernd braucht. Oder auch für Sockets haben sie einen und für Socket Buffer. Also Socket Buffer sind Pakete. Und du musst halt für jeden Typ dir den selber machen und holen. Ach Gott, Internet auch noch. Du hast aber Internet. Wenn ich den erzeuge, gebe ich da eine Größe dafür an. Und eine Größe für diesen Rekord, die ich da rein tue, oder? Ich sag dem halt, das ist der Size, das Size auf dem C. Ich weiß ja, genau, dass es der also ist. Mein Datum, wie groß das Datum ist, gebe ich dann die Gesamtgröße dieser Halde da an und kann ich die dann später vergrößern lassen vom Kern? Oder kopiert ihr das dann neu rum und so? Wie meinst du nochmal? Also, sagen wir mal, also historisch, ich wollte es historisch erst nochmal erläutern, das ist ja die Freelist von der Lisp-Umgebung. Ja, genau. Wo man einfach alles, was gerade nicht gebraucht wird, zusammenkettet und dann hat man das vorrätig. Und da unterstellt man, dass das alles die gleiche Länge hat. Das ist also die Constzelle, die hat also die Länge 2 Werte sozusagen. Und hier ist das auf C verallgemeinert und dann sagt man, da ist mein Struct, was so lang ist. Und das wird so wie bei der Freelist bei Lisp verwaltet. Ja, aber ich habe tatsächlich für jeden Typ habe ich eine eigene Freelist. Genau, also dann für die Prozessdatenstrukturen, dann mache ich mir das. Und dann sage ich ja, wie groß ist diese Struktur, die ich reinstecken möchte und wie groß ist die Gesamthalde, wo ich das speichern möchte, oder? Oder wird die dann einfach vergrößert? Wenn ich glaube, dass das Anzahl, zweite sage ich gar nicht. Ich sage nur das erste, wenn ich mir so einen eigenen Slub hole. Okay. Und dann rede ich halt jedes Mal mit diesem Slub oder mit diesem Subsystem, wenn ich sage, ich brauche jetzt einen neuen Process Descriptor. Ja, wenn das voll ist. Und der muss sich dann darum kümmern, neue zu allokieren. Also wenn der nichts mehr hat, was er mir geben kann, dann muss er sich selber darum kümmern, selber im Alloc zu machen und selber neue zu allokieren. Und wenn er aber noch welche drin hat in seiner Liste, dann holt er die. Aber wir haben keinen Malloc hier, oder? Das heißt, K-Malloc dann. Es gibt ein Kernel-internes Malloc dann. Und wie funktioniert das? Ach Gott. Ich wollte eigentlich ja MMM ja überspringen. Also das ist jetzt auch nur so grob zusammengefasst von dem, was ich weiß. Also grundsätzlich, es gibt ja... Uff, wie fängt man am besten an? Also auch wenn du im Kernel-Space bist, hast du immer noch virtuellen Speicher. Also du operierst nicht direkt auf physikalischen Adressen, du hast immer noch virtuelle Adressen. Und du bist auch in dem Adressraum von dem Prozess, den du gerade unterbrochen hast. Und dann ist es halt so, du hast Pages und da gibt es ja auch, es gibt ja virtuelle Pages und physikalische Pages. Die physikalischen heißen auch Page Frames und das K im Alloc, das fragt halt bei dem anderen Teil, der die physikalischen Pages verwaltet, gibt es noch eine freie Page, die ich in meinen virtuellen Speicher reinhängen kann. Und dann wird die reingehängt und dann guckt man aber auch, wo gibt es noch im virtuellen Adressraum freie Adressen? Und dann kriegst du eine Adresse im virtuellen Adressraum, wo du dein Zeug hinschreiben darfst. Also von dem User-Prozess, wenn man, oder wie ist das? Also wenn jetzt die Prozessverwaltung für sich alle Prozesse verwaltet, dann diese Verwaltungsstrukturen,
Da sind wir bei dem Stub zurück, das ist bei der Frage. Das sind ja die internen Kernelstrukturen. Wo wird der Speicher dafür beschafft? Ich habe vielleicht eine Folie, die das beantwortet. Ach Gott. Der startet. Ich will doch gar nicht von vorne starten. Ich will in der Mitte starten. Das war von meinem Vortrag auf dem Linux-Infotag. Und da hatte ich auch ein Kapitel über Memory Management. Und da hätte ich jetzt vielleicht die richtigen Folien. Wenn ich sie mal finde. Also, das ist jetzt noch 32-Bit x86. Und das ist so, also egal welcher Prozess gerade auf dem Prozessor gescheduled ist, du hast ja so ein Memory Layout. Also das ist wie dein virtueller Speicher aussieht. Genau, das ist für jeden User-Prozess das Layout. Genau. Und der Witz ist, auch wenn du jetzt in den Kernel-Mode gehst und der Kernel jetzt was macht, sei es wegen einem Syscall, oder auch wenn der interrupted worden ist mit einem IRQ, dann bleibt dieses Layout erstmal so da. Und du hast immer noch diese virtuellen Adressen. Und dann sagt man, dass grundsätzlich das eine Gigabyte ganz hier oben, also von 0xFFF bis zu dem 10.0.0, da hat der Kernel seinen ganzen Kram drin. Das ist überall so reingemappt. Aber es ist nicht nur statisch der Kern, sondern der kann da Daten für den Prozess ablegen. Da liegen jetzt vor allem erstmal Daten drin, wo der User Space Prozess in dem Bereich nicht zugreifen darf. Und da liegt zum Beispiel sowas wie, also auch diese Structs, die wir vorher hatten, die für den Prozess, und es gibt auch noch einen Struct nur für das Memory Management, und es gibt auch einen Struct, der sich merkt, welche Pages hat dieser Prozess und welche Berechtigungen habe ich. Und auch die Page Table zum Beispiel, mit der ich das resolve, die liegt auch hier drin. Also die Daten den Prozess verwalten. Die werden also das Bookkeeping Prozess, für diesen Prozess. Die werden dem Prozess untergeschoben in diesem reservierten Kernbereich. Da genau. Kann dann nur der Kern drauf zugreifen. Also, die meisten Daten hängen sozusagen irgendeinem Prozess an. Ja, genau. Also die allermeisten, es gibt eigentlich nichts. Also auch wenn ich jetzt Sockets habe oder Pakete, die hängen ja irgendwie immer an dem Prozess dran. Es gibt nur ganz, ganz wenig, was wirklich unabhängig ist, was mir gerade einfällt. Zum Beispiel das ZFS-Dateisystem hat ja ein paar eigene Threads, um sein Aufräumzeug auf dem ZFS-Dateisystem zu machen. Und die sind wirklich in eigenen Kernel-Threads, die wirklich unabhängig sind von allen User-Prozessen. Aber 90, das ist jetzt so eine Schätzung, aber so 90-95% aller Daten liegen eigentlich, sind immer assoziiert mit Prozessen. Und wenn ich jetzt ein K im Alloc mache, dann sucht er sich halt auch nur eine freie Page aus seinem großen Array aller Pages und tut das dann, verlinkt das dann beim K im Alloc irgendwo in diesen Bereich hier oben rein. Also wenn hier noch Platz ist, da ist meistens noch Platz, wird da noch eine Seite mit rein. Oder 2 oder 5 oder 10, so viele wie ich halt alloziert habe. Und da gibt es dann auch noch einen Unterschied. Es gibt das K im Alloc und das V im Alloc. Und die kann ich beide callen, wenn ich Kernel-Code schreibe. Und der Unterschied ist, dass beim K im Alloc, da ist garantiert, dass die Pages und dass der Speicher auch wirklich im RAM, also das englische Wort ist contiguous, also zusammenhängend ist. Dass ich da schön reinschreiben kann und es richtig schnell geht. Während beim V im Alloc, das kann fragmentiert sein und überall liegen. Was hat natürlich die Konsequenz, dass das K im Alloc, wenn ich es erstmal habe, dass ich darauf viel schneller arbeiten kann, aber dass ich halt K im Alloc nicht so große Stücke bekomme. Also wenn ich sehr viel auf einmal mir hole, sollte ich immer das V im Alloc nehmen. Und jetzt können wir selber gucken, was ich da noch für weitere Folien hatte. Okay, keine, ich hatte tatsächlich nur die eine. Okay. Wir können noch ein bisschen, ich überlege gerade, ob wir da noch was Interessantes finden. Danach kommt ja dann Net gleich. Also ja. Was ist noch ein Memory Kazan? Was ist denn Kazan? Wo, warte? Bei mir gibt es ja ein Kazan-Verzeichnis, MM-Kazan, das gibt es bei dir nicht, oder? Doch. Also ich habe keine Ahnung, aber wie immer, wir können reingucken. Shadow Memory Manipulation, Samsung. Ah, also. Da haben Leute da irgendwie rumgewurstelt und das dann geparkt da. Das dürfen sie immer. Es gibt halt schon so ein paar Bedingungen, es muss halt einigermaßen sauberer Code sein und es muss dann jemand auch in Zukunft dafür zuständig sein.
Und was man hier jetzt noch interessantes sieht, dieses Always Inline, das ist was GCC-spezifisches. Also der Linux-Kernel macht heavily use von lauter so GCC-spezifischen Flags. Und deswegen tun sich auch die C-Lang-Leute so schwer, das zu übernehmen. Und ich glaube, momentan ist es sogar immer noch so, dass Linux nur mit GCC kompiliert. Und normal ist es ja, glaube ich, so auch vom C-Standard her, wenn ich nur inline vorne eine Funktion schreibe, dann ist es ja eine Anweisung, dass der Compiler meistens inlined, wenn... Inline oder auch nicht. Ja, genau, aber dass man ihm rät, du könntest vielleicht, wenn du es sinnvoll findest. Und always inline ist halt mach einfach, Punkt. Ansonsten, wir könnten kurz googeln, was das Kazan macht. Vielleicht. Ja, so wichtig ist das nicht. Das, ne? Okay. Also diese Meta-Erklärung hilft ja schon weiter, dass das sozusagen. Ja. Okay, man darf seine Hundehütte da aufstellen, aber man muss dann da einen Wachhund dafür haben. Ja, genau. Und also es gibt diese große Maintainers-File und da steht wirklich, für jeden Pfad steht drin, wer da zuständig ist. Und du kriegst dann auch E-Mails sogar, wenn da was geändert wird. Also ich habe ein Doku. Ein paar Files übernommen und habe dann sogar auch E-Mails bekommen, wenn andere Leute da rumeditiert haben. Also es gibt da schon so offizielle Skripte, die du verwenden solltest, wenn du selber Patches an den Linux-Kernel schickst. Und diese Patches, die kümmern sich dann auch darum, dass E-Mails an die Leute geschickt werden, die da das letzte Mal was gemacht haben oder die da so halb so ein bisschen Autorität haben oder Zuständigkeit. Also der Depp sind, der sich darum kümmert. Also, ja, genau. Also. Und das ist auch schon, also du solltest schon so zumindest ein, zwei Jahre dich dann auch darum kümmern, wenn du schon was anfasst. Per CPU ist noch interessant, man kann bei manchen Datenstrukturen sagen, wenn man sich nicht um Locking kümmern möchte und verhindern sagen möchte, da dürfen andere CPUs jetzt einfach gar nicht darauf zugreifen, das ist nur spezifisch für mich, dann kann man mit diesem Subsystem sagen, diese Datenstruktur existiert und bearbeitet und ist accessible nur für meine CPU. Das ist also im User Space wäre das Thread Local Data, oder? Ja, genau. Also ich glaube, per CPU ist noch ein bisschen low-leveliger. Weil das Thread kann ja auch. Ja, eben, das ist die physikalische Version davon. Ja. Das, überlegen. Ansonsten kann man halt immer so ein bisschen spekulieren, was die Sachen machen. Hymen ist noch, das kann man kurz erzählen. Da gibt es sogar auch was in dem Buch hier. Müssen wir jetzt gucken. Nee, passt. Memory Management. Früher war es. In welcher Codierung sind die Sourcen gespeichert? UTF-8 müssten sie doch, oder? Also früher war es eine Zeit lang so, das ist genau das, was hier steht, dass der Kernel zu einer Zeit nur maximal, ich glaube, um die 1000 Megabyte RAM überhaupt gemappt haben konnte, also in den virtuellen Memory. Und alles, was darüber hinaus ging, hieß High Memory. Und wenn man halt auf mehr oder auf einen Bereich, der diese aktuell 1000 verlässt, dann zugreifen wollte, musste der Kernel immer eine Exception machen und irgendwas anderes auslagern und den neuen Bereich, den man braucht, wieder einlagern. Und das war sehr nervig und das ist das, warum es diese Zone High Memory 896 hier Zone High Memory gibt. Das ist aber zum Glück mit 64 Bit und unter ARM kein Ding mehr. Also da muss man sich um sowas nicht mehr kümmern. Und auch als Kernel-Entwickler hat man das meistens wegabstrahiert. Zum Glück. Wie relevant ist 32 Bit noch? Uff. Also von allem, was ich so mitkriege, auf der NetDev-Mailingliste nicht mehr so besonders. Also auch wenn ich jetzt so ein Kleinstgerät habe, oder wenn ich so ein Raspberry Pi habe, was ist das überhaupt? Ja. Das ist ARM. Und ich glaube, oder? Was ist die Frage? Ist 32, sag mal, also die eine Frage ist 32-Bit, zum Beispiel in ARM, könnte ja sein, dass Raspberry Pi, unterstellen wir das mal, und das andere ist x86 als 32. Aber das hat wahrscheinlich dann... Also dieser Fu mit dem High Memory, der so nervig ist, der ist wirklich nur x86 32-Bit spezifisch. Und x86 32-Bit ist nicht mehr so relevant. Jetzt allgemein 32-Bit mit anderen Architekturen kann ich dir nicht sagen, tatsächlich. Leider. Da gab es doch mal vor ein paar Jahren, da hat jemand einen 486er
Architektur neu formalisiert oder neu spezifiziert, also als Standard rausgegeben für irgendwelche Chipkarten. Das wäre sozusagen, das war glaube ich Intel sogar, vor 5 Jahren oder so. Und dann haben die gesagt, das ist sozusagen das kleinste Computermodell, was man sich vorstellen kann. So ein 486er, der auf irgendwie ohne Stromversorgung auf so einer Chipkarte läuft oder so. Mit irgendwie, ich weiß nicht, mit darüber. Und der hatte dann auch intern die ganzen Busse und Systeme, so ähnlich wie normale Rechner. Das weiß ich nicht genau. Sie haben wahrscheinlich nur den Befehl gesagt. Und dann kam die Diskussion auf, ob jetzt Linux das unterstützen soll. Und ob man da, ich weiß nicht, was die dann gemacht haben. Da, ob man diesen 486er Klump sozusagen dann noch. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, dass es ja sehr, sehr viele Realtime-Forks von Linux gibt. Wenn man Echtzeit-Sachen machen will, gibt es ja so 3 oder 4 Forks, weil der offizielle Kernel ist ja nur so halb Echtzeit oder nicht so richtig. Und es kann sein, dass wenn man so ganz kleine Sachen hat, dass man dann auch wieder einen eigenen Fork von Linux macht und dass viele kommerzielle Unternehmen dann da uralten Quellcode rumliegen haben von irgendwas, was sie irgendwann mal geforkt haben. Mhm. Aber das, sicher weiß ich das alles auch nicht. Sagen wir mal, also jenseits von diesen Kleinstgeräten ist alles 64-Bit, oder kann man das unterstellen so? Würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, so alles, alle Notebooks, alle Server, alle PCs, schon. Und ich glaube auch Smartphones, aber das ist wieder so gar nicht meine Baustelle. Also Android, gell, ist ja auch ein Fork. Stimmt, ja. Also ich frage das durchaus in eigenem Interesse so. Also wie lange soll man x86 überhaupt noch zur Kenntnis nehmen? Ich sehe da so einen Trend ein bisschen, dass man sagt, also für den regulären, also für so relativ dicke Geräte hier, dass man sowieso das nicht mehr macht. Dass man überhaupt nicht daran denkt. Und meinst du x86 mit 32-Bit nicht mehr ernst nehmen? Oder? Also dieses alte Modell, also das. CPUs haben ja historisch diese Doppelpersonalität und dass man sagt, okay, Linux läuft sowieso 64-Bit-Modus und ich brauche da über das alte Zeug nicht mehr nachzudenken. Ja, es ist ja auch so, ich glaube, dieser Long-Mode ist ja auch ein bisschen aufgeräumt von der Assembler-Instruktion, genau. Was man ja eigentlich auch haben möchte, wenn man doch mal selber mit Assembler rumwurschtelt. Genau. Aber ich glaube, die CPUs selber, die schleppen teilweise Altlasten mit, das ist nicht mehr schön. Also man muss halt anfangen, das mal abzudemontieren. Die Frage zielt darauf ab, ist Linux im Großen und Ganzen so weit, dass man sagt, okay, im Prinzip haben wir nur x86-64 auf dieser Legacy-Plattform. Also wenn wir jetzt ARM und das alles mal ignorieren, das ist sowieso eine eigene Kiste. Also auf der Intel-Legacy-Plattform, dass man sagen kann, das ist alles x86-64, was so schön aufgeräumt ist. Und der alte Bullshit wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Mit irgendwelchen komischen Segmenten da. Also ich würde den Linus so einschätzen, also wenn er mal aus seinem Urlaub zurückkommt, der ist ja momentan gerade beurlaubt, so halb, dass es schon noch 5 bis 10 Jahre braucht, bis man sowas macht. Mhm. Wenn man halt da eher konservativ ist. Also er ist extrem konservativ, wenn ich die Sourcen so. Also ich erkenne da so viel wieder. Also es ist wirklich ganz konkret für uns, weil jetzt David Messus gerade die Code-Generierung mal wieder umbaut. Der ist ein Stück älter als Linus und so und der hat das so oft umgebaut und so oft revolutioniert und dass ich ihm sagen kann, du, vergiss mal den ganzen x86-Kram, den brauchen wir nicht mehr. Da fragt kein Mensch danach. Dass da nicht jetzt irgendwelche Debian-Package-Maintainer kommen und ihn dann lynchen, weil er jetzt im x86-Modus. Ja, also bevor ich da jetzt was ganz Verbindliches sage, will ich eigentlich nochmal selber recherchieren und gucken. Also wie ist die Stimmung? Das ist mir so eine Community-Frage. Maulen die dann rum? Ah, scheiße, jetzt kommt schon wieder x86-Problem oder so? Oder sagen die? Also ich würde noch 2-3 Jahre warten und dann ist, glaube ich, die Stimmung genug gekippt. Dann ist es alt genug. Und dann kann man plötzlich Wenn noch kann man, also was vielleicht noch da noch ein Indikator ist,
noch kann man Ubuntu auch für 32-Bit auf der offiziellen Seite runterladen. Und das heißt ja, dass es immer noch irgendwie relevant ist, oder? Das habe ich kürzlich gemacht, da habe ich Apache Linux. Ja, ich würde dann mal weitermachen und auch genau. Das Memory Management verlassen. Das Netz, da gehen wir später dann noch ausführlicher rein, deswegen gehen wir jetzt mal kurz drüber. Was gibt es da noch Interessantes? Samples sind hier, wie man diese ganzen Library-Sachen benutzt, zum Beispiel. Also diese KFIFO ist der Ringbuffer vom Linux-Kernel. Oder auch, wie man DMA macht. Also Direct Memory Access. Was gibt es sonst noch? Wie man selber das Timer benutzt. Genau. Also tatsächlich auch Samples für Kernel-Entwickler. Dann die Scripts, da sind auch Sachen drin. Da ist zum Beispiel das Checkpatch drin. Oder? Oder war das bei den Helper? Ne, das war bei den Tools, Entschuldigung. Was ist denn Cochinell? Hast du das mal angeschaut? Scripts, Cochinell? Ja, das ist. Das kann, ich glaube, das macht Speicher. Also, das guckt sich den Quellcode an. Das kannst du beim Kompilieren laufen lassen. Und das guckt sich an, wo du auf Speicher zugreifst, der vielleicht schon gefüllt ist. Mhm. Und das ist so eine Art. Wie nennt man das? Statische Analyse? Mhm, ja. Genau. Okay, was gibt es ansonsten noch? Genau, Security, da sind halt AppArmor und SE Linux implementiert, kennt man. Dann SMAC, das hat glaube ich was mit dem Stack Smashing zu tun. Also, dass wenn man einen Buffer hat und einen Buffer auf dem Stack einen Buffer liegen hat und dann mehr reinschreibt, als man eigentlich sollte, und dann schreibt man über die Rücksprungadresse, überschreibt man die mit Sachen, und da ist Code drin, der verhindert, dass man sowas machen kann. Okay, was gibt es sonst noch? Sound ist klar, habe ich aber auch keinen Plan. Dann genau bei den Tools, da ist dann glaube ich das Checkpatch drin. Und was lustig ist, hier liegt tatsächlich relativ viel Perl-Code rum, weil das so Tools sind, die halt früher vor irgendwie 15 Jahren der Linus mal mit Perl gemacht hat. Linus Torvalds, der ist ein alter Perl-User, okay. Und dann wird es lustig, da sind die KVM-Sachen drin, aber nicht die Xen. Also ich habe mal geguckt und es gibt überall so verteilt so Xen-Source-Code-Files, aber sie dürfen nicht in den offiziellen Wirt-Ordner rein. Weil also Linux ist ja komplett Xen-fähig. Linux kann ja als Xen-Gast laufen und hat da auch ganz viel Para-Virtualisierungszeug im Kernel, dass es performanter läuft. Und Amazon macht das ja sehr viel mit der Elastic Cloud und so. Aber die sind überall verteilt, aber die kriegen keinen eigenen Ordner. Und KVM ist aber, glaube ich, auch nicht nur für die Gasterweiterungen, sondern auch der Hypervisor selbst ist halt hier drin. Okay. Dann haben wir jetzt Wirt, das heißt jetzt finally Netzwerk. Genau. Und bei Net gibt es hier sehr viel, weil es wieder mal ziemlich krass ist, was für absurde Protokolle der Linux-Kernel alles unterstützt. Unter anderem Apple Talk. Mhm. Apple Talk ist auch in dem Buch von der Radia Perlmann drin, in dem Internetworkings, als Beispiel, wie man es nicht macht. Weil sie meinte, wenn man über Netzwerkprotokolle schreibt, dann sollte man eigentlich auch viel öfter, um es zu lernen, auch alle Gegenbeispiele haben. Und dafür hat sie Apple Talk verwendet. Apple benutzt das noch? Nee, ich glaube, das hat auch Apple schon lange rausgeschmissen. Also das war so, bevor TCP/IP sich durchgesetzt hat. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Das war ja eine große Sache, als es in den Kern reinkam. Dann konnte man da so einen Server, der so Rudimente... Also warum ist das noch drin? Weil es gibt dann Nostalgiker, die das pflegen. Wir könnten auch da jetzt wieder mal gucken, hiermit, also das ist tatsächlich sehr schön im Qt Creator integriert, das Git, mit der Git Extension, wann da hier das letzte Mal für den Ordner, das ist mal der Apple Talk Ordner, Sachen editiert worden sind. Und da hat sogar der Linus Torvalds persönlich was gemacht. Nvidia, fuck you. Ja, auch. reverse changes to convert polmas, da. Das wirkt jetzt für mich erst so, wie wenn das sowas wäre, wo man irgendwie ein Interface geändert hat oder eine Tooling-Funktion und dann überall, wo das halt auch
man pusht das so durch, dass man ja also eine Änderung hier macht und dann muss man die durch diese Altlasten durchpushen, das kenne ich ja auch. Und dann schaue ich mir die Altlasten an und dann gibt es immer diese rituelle Frage, what are remaining uses of XYZ? So, das ist so das Ritual. Mhm. Also was sind die verbleibenden Anwendungen? Und wenn dann keiner sagt, ja, das ist ja ganz wichtig und so, dann wird das gelöscht. Ah, das sieht man auch. Also what okay. are the remaining uses of AppleTalk DDP? Das war also damals eine große Sache, weil Apple das ja noch benutzt hatte. Also gibt es da ein Computermuseum, wo die dann einen Linux-Server haben, der mit alten Apple-Rechnern... Ich weiß auch nicht, warum das noch aktiv ist. Also auch hier, 4.6. ist ja nicht so lang her. Das ist schon stockkonservativ, das ja. Ganze. Und auch immer DDP. Ist DDP das Name-Server Ding von denen? Ich weiß das selber gar nicht. Die haben halt eigene Kürzel dann wieder. Also AARP ist irgendwas mit Adress-Resolution-Protokoll oder so. DDP ist wahrscheinlich das eigentliche Daten. Kann ein D für Datagramm stehen? Dann ist es die Entsprechung von IP vielleicht. Ja, so eine direkte Entsprechung gibt es vielleicht auch gar nicht. Das ist ja ganz eigene, also extrem eigenartiges Zeug. Und ich hatte damals das wirklich versucht, mit Linux einen Apple-tauglichen Server zu machen. Und das hat so halb funktioniert. Ja, würde ich jetzt auch vermuten. Weil eine Sache ist, das kann ja sein, dass die können und das alles super geil machen und supporten, aber dann immer noch die User Space Applikationen einfach fehlen oder die User Space Applikationen das voll schlecht implementieren. Das kann ja immer noch sein. Der hat am 1. April 96 okay. das angefangen, also das war dann doch nur ein Scherz. Aber es vielleicht. Das wundert mich auch selber, dass das tatsächlich immer noch aktiv gemaintained wird. 2005 war das allererste. Also die Bedingung ist, dass da Leute sich darum kümmern. Solange das. Also es wird nicht gefragt, was sind die Anwendungen, sondern was sind die Maintainer. Und wenn sich drei Leute melden, dann bleibt es drin. Also ja, das und es muss, das ist ein, also es muss sich jemand darum kümmern, dann muss es auf jeden Fall GNU GPL sein, also freier Code. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, es soll von der Codequalität einigermaßen okay sein. Also das ist noch so am ehesten das. Und dann halt noch viele so technische Sachen. Also zum Beispiel, wenn Leute das Rad neu erfinden und sich nicht an die APIs halten, sondern ihren eigenen Ringbuffer mitbringen und ihre eigene verkettete Liste, dann nimmt man es auch nicht. Also die müssen sich da schon an die Kultur halten, an die technische Kultur. Aber das AppleTalk ist noch älter, das ist nur der initiale Git. Ja, ich hab's auch gerade gelesen. Ich dachte mir, wahrscheinlich hieß es dann. Auch. Aber ja, das war, glaube ich. Es gibt nichts Älteres in dem. Sorry. Es gibt, also, glaube ich, auch 1994 habe ich das gesehen. Ich glaube, 94 oder 95. Es gibt irgendwo ein eigenes Git-Repo, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, wirklich alle historischen Commits vom allerersten auch zu vergitten. Ja. Aber das ist nicht das Offizielle. Also das, was Menschen verwenden, geht nur zurück bis 2005. Es gab ja damals keinerlei Version Control, die haben halt Patches per Mail an den Linus geschickt und der hat die zusammengewürstelt. Ja, das war das ganz erste, dann war es, glaube ich, kurz sogar mal wirklich mal, haben die CVS verwendet. Ein zentrales. Und dann war es dieses Unfreie, das war so wie Git, aber kommerziell. Wie hieß denn das? BitKeeper? Ja, ja. Genau, das gab es zwischendurch mal. Und da gab es diese Krise dann und dann haben die eben mal schnell Git gestampft. Und das Traurige ist, wär Mercurial nur so 2 Jahre früher gewesen, würden jetzt alle Mercurial benutzen. Ja, die waren ja eigentlich zeitgleich. Das ist eine andere Kultur. Und das Git passt schon zu der Linux-Kernel-Kultur so dazu, was ich hier so sehe. Das ist alles. Mercurial ist einfach so softer User-Space. Und es hat sich danach halt so eine Manie entwickelt, dass die ganze Welt dann diese Kernel-Kultur plötzlich auch haben will und kryptische Kommandos und ja. Ja. Genau, was ich hier sehe, was schön ist, sie haben auch so ihr eigenes Doxy-Chat nachgebaut. Also man kann hier so Kommentare in den Quellcode reintun und dann hier mit 2 Sternchen. Und dann gibt es so ein Perl-Skript, das generiert aus denen dann Man-Pages. Das kann man laufen lassen. Das ist dann, glaube ich, Make-Docs oder Make-Man-Pages. Gehen wir mal zu realistischen Netzsachen. Genau, ja, macht vermutlich mehr Sinn. Also die meisten relevanten Sachen, die liegen in NetIPv4. Bevor ich da reingehe, will ich aber noch so ein bisschen drumherum gucken. Weil was es zum Beispiel noch Wichtiges gibt,
Außerhalb der Ordner ist hier unten, der kam nämlich hier socket.c zum Beispiel. Ich muss gerade überlegen, wie viel Background muss ich für Zuschauer von YouTube noch. Ich glaube, ihr wisst ja alle, was Sockets sind. Ansonsten, also Sockets sind halt die Dinger, mit denen die Applikationen mit dem Kernel und mit dem Netzwerkstack reden, und da tut jetzt Firefox oder was auch immer tut da seine Daten rein, und der Socket nimmt das dann und oder im Kernel holt dann der Kernel holt dann die Daten aus dem Socket und verschickt sie. Genau. Und was sieht man? Also hier sieht man jetzt erstmal, machen wir das hier weg, dass man sehr, sehr viel Zeug ist das? Welches Verzeichnis ist das? Das liegt direkt in netsocket.c. Und was man jetzt hier erstmal sieht, ist sehr, sehr viele Includes. Das heißt, die Datei wird ansonsten wahrscheinlich auch relativ lang. Und wenn wir runtergucken, haben wir hier auch 3300 Zeilen. Das ist viel. Also es gibt so diese halbfeste Regel, dass so C-Dateien, also wenn man länger wie 2500 Zeilen hat, sollte man eine nächste Datei anfangen. So dass alles einigermaßen modular bleibt. Und man kann dann hier, das ist eine andere Sache, warum ich den Qt-Creator mag, sich so eine Übersicht aller Funktionen angucken. Und das sind viele, und das sind so auch so APIs, die wir später noch öfter brauchen. Nochmal langsam. Also ja. Wir haben ja das Net-Verzeichnis, dann ist Socket-C und SysControl-Net-C. Und es scheint aber auch historisch so, das sind die Hauptprogrammierschnittstellen. Also das SysControl-Net sind so Parameter und das Socket ist das Programmierinterface. Ist das richtig? Oder gibt es da noch andere Programmierschnittstellen? Das darunter sind ja alles Protokolle. Meinst du Schnittstellen für die anderen Sachen im Kernel oder für die User-Space-Programme? Also konzeptionell überhaupt. Gibt es sozusagen in dem Net, das sind ja dann Protokolle zum Beispiel oder irgendwelche Treiber oder so, das sind gewissermaßen Implementierungen von Details. Aber ach so, ich glaube, ich verstehe die Frage. Und ja, oft macht man das tatsächlich so, dass man so die allgemeinen Sachen direkt in den Ordner legt und alle spezifischen dann in den Unterordner. Das ist so eine Konvention. Selbst das AppleTalk ist ja dann als ein Socket-Protokoll verpackt. Dass man bei dem Socket da irgendwie sagt, das ist ein AppleTalk-Socket, oder? Ist das richtig? Ich sage ja, wenn ich ein Socket aufmache, dann habe ich ja diese Address-Family. Das ist wahrscheinlich AppleTalk. Und dann habe ich noch was Spezifischeres. Ach Gott. Da können wir jetzt aber auch kurz gucken. Also das ist so ein altes Unix-Prinzip, dass man sagt, da gibt es nur Sockets und ich muss in irgendwelche witzigen Parameter alles dann da so als Socket darstellen, was so irgendwie so. Und unten drunter habe ich dann, also bei Unix war es ja wirklich einfach alles, und bei Linux haben wir dann 5000 verschiedene Zusatzmodule, die alle irgendwie über dieses eine Konzept, was mal einfach war, gehen. Und dann hat man so Parameter da drin und dann wird die Komplexität dann Parameter von dem. Genau, also das ist, wenn ich mir ein Socket hole über diesen Call, ist das Allerallgemeinste ist die Domain, die Socket, und da habe ich dann eben meine AF-Unix, das ist halt Unix Domain Socket, oder mein AF-AppleTalk. Genau. Ja. Und dann das nächste Spezifische ist, ob ich Stream oder Datagramm habe, und dann lauter so Sachen, oh Gott, SEC-Packet ist so ein Ding dazwischen. Da gibt es zum Beispiel das SCTP. Das ist so eine Mischung aus TCP und UDP. Also da kann ich, dem kann ich Streams hingeben, dem kann ich aber auch sagen Messages. Und, ne, ich habe es so schlecht erklärt. Also der Witz ist, SecPacket ist so, ich habe die einzelnen Messages. Genau, und ich habe vor allem auch die Reliability von TCP. Der kümmert sich für mich auch darum, dass die Sachen sicher sind. Also bei ankommen. Datagrammen, die können sich ja überholen oder die können verloren gehen oder verdoppeln sich, oder? Genau, und SecPacket heißt, ich habe die Zuverlässigkeit von TCP, aber trotzdem immer noch einzelne Datagramme. Also es ist ein Strom von Datagrammen, der dann ankommt. Genau, oder so ist es für die Applikation. So sieht die Applikation das und so accesst die das. Sehe ich denn bei TCP, da sehe ich die Aufteilung der Pakete nicht mehr. Gell? Die ist weg. Das ist ein Bytestrom. Ja. Dann müsste ich in das Protokoll rein, das mache ich ja bei mir auch, dass ich dann sage, ja, das nächste logische Drum ist so lang und dann liest man so viel Bytes aus dem Bytestrom und das ist dein Datagramm. Ja, es ist eigentlich schade, dass man das muss, aber theoretisch würde SCTP das Problem lösen.
Praktisch aber nicht, weil die meisten Router und Firewalls und Mittelboxen das alle nicht verstehen und blocken. Wann wurde das eingeführt? SCTP gibt es auch schon seit 8 Jahren. Das ist so die Spielwiese für die ganzen Netzwerkforscher. Mhm. Also es gibt immer wieder Papers darüber und das ist so, wenn man coole neue Netzwerksachen macht, für die das reale Internet zu konservativ ist, dann baut man die in SCTP ein. Und das ist ja. So, das ist gewissermaßen typisiert, also ist das hier auf die Länge. Also es gibt auch hier SCTP, wo haben wir es? Im Linux-Kernel. Und die haben auch eine eigene Mailingliste. Und das ist, die haben mal sehr, sehr engagiert angefangen, aber mittlerweile sind die alle irgendwie resigniert, weil es halt wahrscheinlich sich nicht durchsetzen wird. 8 Jahre ist es nicht besonders lang, gell? Ja. Du musst praktisch Netzwerkinfrastruktur in Afrika oder sowas updaten. Oder Es ist auch andersrum so, also es sieht ja momentan so aus, wie wenn sich IPv6 demnächst doch mal durchsetzt, nachdem es jetzt also bis 20 Jahre lang geht. Gut, wir haben ja The Herd raus, wir haben Duke Nukem Forever raus, wir haben den Styx Font schon raus. Es bleibt ja nicht mehr viel übrig, gell? Also ja. IPv6 kam, glaube ich, bei Linux 2.0 zum ersten Mal, oder? Ach, das weiß ich nicht. Also es gab ja bei IPv6 noch so hin und her, ob man DHCP überhaupt inkludiert oder nicht und ob man den Main-Server über das NDP kommuniziert oder nicht. Das waren so praktische Probleme am Anfang, wenn man das erstmal nicht gemacht hat. Also ich glaube, das erste Mal, ja, also ich glaube, so technisch funktionieren tut das auch schon seit so 10 Jahren alles. So 20 wahrscheinlich. Aber das ist ja, also IPv6 hat ja auch das Problem, glaube ich, man muss das ja auch wirklich in den User-Space-Applikationen mit einbauen. Mhm. Und daran hakt es halt. Ich mag noch zwei andere Ordner kurz streifen und zeigen zum Beispiel SCHED. Das ist das Paket-Scheduling, also das, was ich, wenn ich alle die Sachen in TCP-Pakete verpackt habe und dann in IP-Pakete, und dann habe ich wirklich ganz unten die Pakete und muss die zum Interface rausschicken. Dann kümmert sich das, dann habe ich so meine eigene Queue, meine Warteschlange mit den Paketen, und das kümmert sich um die Priorisierung oder es kümmert sich auch darum, wenn ich zu viele Pakete habe, manche wegzuschmeißen. Und das ist so das Low-Level Packet Scheduling. Das ist auch ziemlich wichtig für so Performance- und Throughput-Sachen. In welchem File ist jetzt das, was du gerade gesagt hast? Das ist ein ganzer Ordner, NetSCHED. Genau, den habe ich hier. Und wo ist da der Haupteinstiegspunkt? Das ist eine gute Frage. Prio. Ich wusste auch mal, was diese Kürzel vorne bedeuten. Wie findet man das raus, was der Haupteinstiegspunkt ist? Ich würde sagen, API gefühlt. Also das ist die API nach draußen. Aber ansonsten ist immer halt so, oder SCHED generik. Also es gibt da jetzt nicht wirklich, zumindest kenne ich noch keinen einheitlichen Weg, wie man das findet, sondern man sucht sich da halt so durch. Man schaut es so lange an, bis man das sieht. Ja, genau. Was ist denn das K-Config eigentlich? Die haben ein eigenes Build-System um Make drumherum gebaut. Also die verwenden nur Make und haben aber so ein paar Sachen drumherum gebaut. Unter anderem haben die so eine eigene, dieses K-Config-Sprache. In dieser Sprache sagt man, die ist, glaube ich, die ist nicht Turing-vollständig, also die ist sehr einfach. Kann ich halt sagen, diese Funktionalität bekomme ich mit dieser Quellcode-Datei oder mit diesem, also das verbindet diese High-Level, dieses Konfigurationssystem, was der hat, mit dem Make-Menü-Config, verbindet das mit den realen Source-Code-Files oder auch mit den, wie nennt man sie, mit den Präprozessor-Makros. Also manchmal habe ich auch sowas wie, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel, ich kann es einfach vielleicht zeigen. Ja. Vielleicht auch mehr, das heißt aber, Make-Menü-Config gibt es noch. Ja, klar. Okay. Das kennst du noch, oder? Klar. Also das es hat gab man ja früher immer gemacht. Das hat man immer damit gemacht. Diesel. Wenn man irgendwie Hardware einbinden wollte, hat man Make-Menü-Config gemacht. Wir können mal gucken, ob ich Make-N-Config... Also es gab mal eine Diskussion, weil jemand das Menü-Config rausschmeißen wollte, weil es auch ein neueres N-Config gibt. Aber dann hat der Linus gesagt, nein, wir behalten das Menü-Config. Also das ist schon stockkonservativ dabei, die den. Das ist jetzt so dieser Vorführeffekt, so.
Diese Symbole, das war ja bei dem Mac-Menü-Config oder überhaupt vorher der Vorläufer davon, es geht immer um diese Symbole, was willst du haben für Features gewissermaßen. Ja, genau. Und dieses K-Config ist jetzt die High-Level-Version, das gab es damals nicht, die gewissermaßen diese formalen Features, also diese symbolischen Features verbindet mit den Quellen. Ja, genau, das ist der Grund. Und dann gibt es ein Tool, was sozusagen dann rausfindet, welche Quellen jetzt gebraucht werden. Genau, also das Make-Menü-Config, das liest, zum einen liest es diese K-Config-Files, aber es liegen, genau, es liest die K-Config-Files und dann liegen ja auch noch Make-Files überall rum, in den einzelnen Unterordnern. Und die K-Configs sind für die Anzeige und für das Symbolische, für das High-Levelige und die Make-Files sind dann für das tatsächliche Kompilieren dann am Ende. Die werden jetzt nicht erzeugt, sondern die muss man selber... Die muss man selber schreiben, ja. Aber die sind sehr minimal hier, das ist nur so ganz... Ja, wenig. Und ich brauche jetzt doch Internet, um Bison zu installieren. Das war Labor 2.0 hier, gell? Also da hat jemand tatsächlich was Neues gemacht. Das ist so eine... Hier. Stärker formalisierte Tool-Umgebung für das alte System gemacht hat. Es gab doch Yak und Bison und Bison war doch die GNU-Alternative, oder? Kann es sein, dass die da jetzt vor kurzem umgestiegen sind? Also ich glaube, das war schon immer Bison hier. Yak hatte ja so eine AT&T-Lizenz, das konntest du sogar nicht nutzen. Aber wir haben ja dank Profquatsch dieses Marker kennengelernt, obwohl es sehr schön erklärt wird, dass also Yak ein Unfall der Geschichte war und dass man ihn eigentlich nicht mehr braucht. Genau, auf jeden Fall, man kann ja hier, das ist aber auch komisch, dass das so kaputt ist. Ist jetzt besser? Nee. Ja. Ist halt so. Ich wollte irgendein schönes Beispiel. Also wenn wir jetzt hier beim Network Sachen. Das war jetzt schon grenzwertig kaputt. Das hat es früher nicht gegeben, dass das kaputt war. Das hat immer funktioniert. Ja, wir haben so Zerfallserscheinungen, weil es einfach die Komplexität so... Ich glaube, es ist halt das Problem, dass einfach zu viele verschiedene Terminal-Emulatoren existieren. Das muss ich gerade gucken. Ich suche was Bestimmtes. Es gibt nämlich bei TCP so ein paar Extensions, die man... Das war ja der Vorläufer davon, war ja so ein Dialog, wo man immer gefragt wurde, willst du das? Ach ja, das gibt es immer noch, make-config ist das, das gibt es auch noch. Und dann hat jemand gesagt, ich will ja nicht den Graph da oder den Baum in Tiefensuche einmal durchlaufen, immer gefragt bekommen, sondern ich will den Baum halt da einnehmen. Genau, hier, das sind alles TCP-Congestion-Control-Algorithmen, also Congestion-Control ist das, wie TCP guckt, wie viel kann die Leitung. Und das, was TCP sendet, passt das an das, wie viel die Leitung kann, damit die Leitung nicht überlastet wird. Oder halt der Netzwerkpfad, genau. Über den es was schickt. Und da gibt es ganz viele verschiedene, unter anderem das 1.1, das ist nur speziell für Data Centers. Wo finde ich es? Das traut sich sehr, sehr viel, das haut einfach raus wie blöd. Weil im Data Center hat man ja die Bandbreite. Und das fängt schon sehr stark an, zum Beispiel. Oder es gibt das Delay Gradient. Das ist recht interessant, das guckt sich die ganzen Latenzen an für jedes einzelne Paket und dann die Ableitungen davon, wie sich die ändern. Und sobald sich die Latenzen steigen, sagt er, okay, da fängt irgendwo eine Verstopfung im Netz an und ich drossel gleich mal. Das ist, glaube ich, auch eigentlich eine Doktorarbeit, eine Dissertation, die das geworden ist. Und ich habe das aber eigentlich aufgemacht, um jetzt Leertaste zu drücken. Genau. Und ich glaube, dieser Text, der hier steht, der nur kommt, wenn man die hält, der steht, glaube ich, zumindest zum Teil sind die Infos hier aus den K-Config-Files generiert worden. Diese Infos, die hier stehen, die sind in den K-Config-Files. Ja, also man hat es klein wenig modernisiert und dabei irgendwie dieses komische Layout hier zerstört. Ja, also wahrscheinlich würde es im extern aufmachen, würde es gehen, aber extern ist, glaube ich, so klein, dass ich... Ja, aber das hat man eigentlich... Also man hat das auf der normalen PC-Konsole eigentlich immer gemacht, da gab es ja auch kein X, oder, also X war dann so ein Aufsatz irgendwie. Ja.
Wir können mal das andere noch. Es gibt, also das Neue ist das N-Config, das verwendet N-Kurses. Und das genau, ist das, genau das. Das, was man auch. Das funktioniert auch besser tatsächlich. Mhm. Ja, das ist smoother alles. Und das hat weiterhin Bewandtnis, sagen wir, für TCP, um da bestimmte Algorithmen zu wählen. Verschiedene. Genau, also ich kann hier sowohl sagen, was er überhaupt alles kompiliert, weil ich kann bei vielen Sachen sagen, kompiliere mir das gar nicht, und ich kann aber auch sagen, kompiliere mir das fest in den Kernel rein oder mach das als Modul. Genau. Und hier unten sage ich dann auch, was ist da die Faul, die daneben soll. Und hier steht das auch nur ein Hübler. Also als die Module aufkamen, hat das an Bedeutung verloren. Und für diese Verfahren in TCP hat es weiterhin Bedeutung dann. Auch für eigentlich für sehr viel anderes. Okay. Also wo ich weiß, dass das noch relevant ist, ist halt für alle Leute, die so ein bisschen was Embedded-mäßiges machen. Also wenn ich jetzt für ein Raspberry Pi... Dann kompiliert man einen Kern zusammen, da macht man nicht ein Module, sondern... Ja, und da hat man auch einfach nicht den Platz. Mhm. Und dann gibt es manchmal Leute, die sind irgendwie so... Ach Gott. Die argumentieren so, ich will alles fest reingelinkt haben, weil dann geht das ja ein bisschen schneller. Ich will keine Module verwenden, weil Performance... Das kann auch nichts kaputt gehen. Gell? Da hast du einen Block, den du bootest, und dann ist der da, und dann kann da nichts, kannst du nicht fehlen oder so. Genau, das ist mehr das so, ist eine, so eine Philosophie-Sache oder so eine Einstellungssache. Aber wenn man sowas will, dann, das sind halt Leute, denen macht es auch Spaß, dann da überall durchzugehen und sich ganz genau zu entscheiden, was es in den Kernel reinkommt und was nicht. Aber so die Standard-Kernel, die man bekommt mit Distributionen, also mit sei es Debian oder Ubuntu oder auch NixOS, da ist halt einfach alles als Modul. Das ist so der Standard. Genau. Genau. Aber ich kenne das schon, also gerade wenn man zumindest anfängt, selber Kernel-Sachen zu bauen, also wahrscheinlich als User nicht mehr so, aber als Entwickler oder auch als Modulentwickler, dann guckt man sich das schon auch öfter an. Und man hat auch die Verantwortung, wenn man selber einen Patch submittet, dass man einmal den absolut minimalen Kernel baut mit seinem eigenen Zeug und einmal den absolut maximalen Kernel mit einfach allem und seinem eigenen Patch. Mhm. Und das soll in beiden Fällen problemlos gehen. Genau, soviel zu den K-Configs, dann mal wieder zum Code. Das ist aber schon interessant, also vom Grundparadigma hat sich dann ja nichts verändert. Man hat es so ein bisschen ausgedehnt. Und wie weit kann man das treiben, bis das nicht mehr weitergeht? Bis also Linux in Ruhestand geht oder so. Das ist ja auch bald. Also, ja. Also, man müsste da halt dann gucken und das historisch mit anderen Sachen vergleichen, wo es mal ähnlich starke Konventionen gab. Und oder so ein ähnlich großes, eine ähnlich große Firma oder ein ähnlich großes Projekt, und ich überlege gerade. Ja, Java zum Beispiel. Ja, ich meine das ganz anders, weil oft, wenn man so Software-Engineering-Bücher liest, die fangen ja immer an, dass sie irgendwie sagen, im Vergleich zu Maschinenbau oder im Vergleich zu Bauingenieurswesen ist ja Software-Engineering noch furchtbar jung und wir haben ja noch keine so richtig etablierten Best Practices. Und ich überlege gerade, ob es irgendwie ein Bauingenieursmäßiges oder ein Architektur-Paralleldings zum Linux-Kernel gibt. Also irgendwann haben die Leute ja aufgehört, gotische Kathedralen zu bauen. Und dann einfach sich mit kleineren, einfacheren Häusern abgefunden. Ich habe Projekte wie BER und so. Ja, die Gebäude. Ja, die werden auch niemals Pyramidenbauprojekte. Das ist schon eine hochinteressante Frage. Also warum hat man es sich leisten können, gotische Kathedralen zu bauen? Und warum macht man heute, oder in den 70er Jahren hat man doch dann Beton gemacht und gesagt, das ist für die Ewigkeit. Und der ganze Beton verrottet und der muss man uns sanieren da 30 oder 40 Jahre später. Also warum kann man heutzutage keine gescheite Architektur mehr machen? Und bei Software sind wir da noch weit von entfernt. Da müssen wir erstmal zwischendurch gescheite Architektur machen, dass wir dann wieder sagen können, jetzt machen wir keine gescheite mehr. Also es ist ja schon, es hat ja eine gewisse Beständigkeit hier. Aber wie weit kann man das treiben? Und da waren ja auch verschiedene Namen, ich glaube Andrew Morton wurde da genannt, hier für NET, oder? Ja. Ich glaube, der hat es schon von der, das war ja schon die zweite Generation, also die ersten Leute, die Linux dann unterstützt hatten. Ich glaube, da war er schon dabei.
Was es da ja auch noch gibt, wir können nochmal später in die Socket.c reingucken. Es gab ja sehr lang mal den Alan Cox, genau. Der hat sich ja mit Linus zerstritten. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Okay, und wann war das? Ach Gott. Ich glaube auch schon wieder 10 Jahre her. Der ist dann zu Intel gegangen und weiß nicht, was er jetzt überhaupt macht. Der war doch der zweite Mann da, oder? Der war lange, ja. Also jetzt ist der Nummer 2, der, ach Gott, wie heißt er denn? Der Linus, der schimpft da gerne rum in den Sourcen, gell? Der Greg Thor Hartmann ist jetzt die Nummer 2. Hinter Linus. Mhm. Also die werden das schon noch mindestens dieselbe Zeit noch so weitermachen. Also ich glaube, es wird schon noch, also es haben ja schon öfter mal Leute versucht, irgendwie Betriebssysteme in anderen Sprachen als C zu machen, aber es ist irgendwie nie weit gekommen. Also es gibt ja so mal einen Haskell-Kernel, aber da ist irgendwie auch nichts. Und dann... Ich dachte, das wäre ja so ein Application-Framework-Dings wie MirageOS. Ja, MirageOS ist das ja... nee, stimmt, MirageOS ist in OCaml. Ja, ja, ebenso das gleiche in Haskell. Das war ja dieser Haskell-Kernel von Galois. Und dann, ich glaube, Microsoft hat mittlerweile machen sie, glaube ich, C++. Also der NT-Kernel ist C++, aber ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist. Also ja, es ist eher schlechter. Also Linus hatte ja damals eine klare Meinung dazu. Ja. Also ich frage mich das schon auch und meiner Meinung nach ist es insgesamt, also momentan ist Linux ja doch recht erfolgreich und hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, auch für solche sozialen Sachen gilt Never Touch a Running System. Und ich glaube, das Schlimmste, was Linux halt passieren könnte, ist, wenn der Linus Torvalds irgendwann stirbt und dann hat man so ein Interregnum, wo sie sich uneinig sind, wer jetzt der Nachfolger wird. Und dann zersplittet es sich in 2 Projekte. Das wäre so der Worst Case, der passiert. Dann wäre es doch ein Vize, oder? Ja, also wahrscheinlich wird, hoffentlich wäre das dann der Greg Kohr Hartmann. Davon gehe ich mal aus, oder? Ja. Aber ich glaube, man hat ja noch 10 Jahre Zeit, bis man sich um sowas Gedanken machen muss. Warum ist der jetzt im Urlaub, der Linus? Ach Gott. Also die offizielle Geschichte ist, dass er realisiert hat, dass er zu unfreundlich war zu Leuten und jetzt erst selbstkritisch nachdenken möchte und eine Pause machen möchte. Und es war noch der Hintergrund, dass es mal einen Kernel Summit gegeben hätte, ich glaube in London, und da hat er es irgendwie verplant, das Datum überhaupt, also rechtzeitig das zu organisieren und auf das Datum zu gucken. Und dann waren andere Leute sauer und dann haben sie sich ein bisschen gezankt. Und dann kam so eine große, also beim letzten großen Release, kam so eine große Entschuldigung und dass er realisiert hat, dass er die Gefühle von zu vielen Leuten verletzt hat und deswegen jetzt irgendwie eine Pause macht. Und ich habe mir auch so gedacht, was? Das ist doch nicht der Linus, den ich kenne. Und ich finde das auch gar nicht so gut tatsächlich. Ich finde also, sag mal, der ist ja exakt in meinem Alter. Also ich bin 49. Und da überlegt man sich mal schon, wie lange mache ich das noch? Finanziell muss ja das ja jetzt nicht weitermachen. Also der hätte ja schon längst den Ruhestand. Also er kann das noch bis 70, bis 80, bis 90 machen. Oder er sagt, nee, scheiße, und jetzt macht mal hier ohne mich weiter. Aber da sind genügend andere Leute, die sich... Aber es fehlt sozusagen die Gesamtkoordination dann plötzlich. Gell? Wahrscheinlich. Wobei, also der Greg Kohr Hartmann ist schon ähnlich konservativ wie auch der Linus. Also da wird es jetzt keinen großen Richtungswechsel geben. Und er meinte ja auch, dass er irgendwie nach dieser Pause zurückkommt, der Linus. Und schon noch ein paar Jahre oder schon noch weitermacht. Und wie viele Jahre weiß man natürlich nicht. Aber. Wir haben das wäre jetzt reine Spekulation. Historisch haben wir also die Frage
vor 20 Minuten zielt ja auch ein bisschen in die Richtung, also historisch haben wir es meistens so, Leute fangen was an, machen das immer so weiter, wie sie es kannten, und wenn die dann aufhören, hat das keine Bedeutung mehr. Dann haben andere Projekte das schon übernommen. Und das ist bei Linus und Linux ja ganz anders. Das ist ja viel komplexer. Also da wird es dann sicher, das wird schon noch eine ganze Weile laufen. Es hat einen enormen Erfolg sozusagen. Ja. Es hat enorm viele Ressourcen drin. Ja, da hängen ja auch viele Unternehmen und viele User und viele andere Software, die jetzt davon abhängig ist, ab. Also es ist ja noch deutlich kritischer, wie es die glibc. Die ist ja auch schon irgendwie sehr kritisch. Also man muss dann mit was ganz anderem kommen. Was auch interessant ist, was mich gerade sehr wundert, ist, dass es hier einen TLS-Ordner gibt. Weil ich dachte, TLS wäre so ein User-Space-Ding. Aber man kann ja mal reingucken. Aber es ist auf jeden Fall ein eigenes Modul. Also wenn Sachen Module sind, dann haben sie hier oben solche Makros, mit denen die sich dann registrieren. Und anscheinend kann man sich auch vom Kernel TLS holen. Man kann dann mal gucken, wie lang die File ist. Okay, das ist so Standard. 760 Zeilen. Genau, und unten kommen bei Modulen dann immer diese Standard-APIs, mit denen die sich einhaken. Also die Unregister-Funktion und die Register. Und hier sind die Methoden, die sie anbieten. Und das ist sogar, also da ist es sogar recht modern, das ist 10 oder 90 Syntax. Also dass man einen Struct, also genau definiert ist er ja schon, aber initialisiert und dann gleich bei, wenn man den Struct angibt, initialisiert gleich alle Member auf einmal reintut. Mit dem Punkt, das ist 1099. Da ist er sogar etwas modern. Genau, was sieht man noch? Hier oben sieht man so Variablen locken. Und Mutex-Lock ist vor allem, das ist das, was schlafen darf. Also, wenn jetzt ich diesen Lock nicht bekommen würde, wenn jemand anders den hätte, dann würde sich dieser Code schlafen legen oder schlafen gelegt werden. Das heißt, ich bin immer noch im Process-Kontext. Ich muss überlegen, das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Ja. Also, das war implizit. Willst du das Netz erklären? Das war beim Memory Management, haben wir so kurz drüber gesprochen. Das ist alles in einem Prozesskontext und diese Abläufe hier auch. Genau, fast immer. Da gehe ich doch nochmal in die Folien drüber. Ich glaube, das macht dann doch Sinn. Fangen wir mal hier oben. Ah, ja, hier. Habe ich da irgendwelche Bilder? Ah, jetzt weiß ich wieder. Hier oben war das. Das ist immer so, wenn man tolle Diagramme hat, aber nicht weiß wo, hilft das auch nur so halb. Aber dann nehmen wir mal das Bild. Ich glaube, das war das Shift F5. Also das Ding ist, wenn OS-Code läuft, ja, sehr falsch, dann komme ich entweder von hier in das Betriebssystem, also vom User Space, oder von unten. Und von unten sind es Interrupts und von oben sind es Syscalls. Das sind die zwei Wege, wie ich in den Kernel komme. Und das ist relevant, weil das auch bestimmt, was ich machen muss und wie. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter. Ich hatte irgendwo tollere. Also Interrupt in dem Sinne, dass die Netzwerkkarte sagt, hier ist ein neues. Genau. Oder sogar die Maus, also mein OS2-Händler, sagt, du, da ist was, worum du dich kümmern musst. Und der Witz ist, diese Interrupts, um die muss ich mich sofort kümmern. Ich muss alles andere liegen lassen und sofort das machen. Und ein Interrupt muss aber auch sehr, sehr schnell vorbei sein. Also höchstens irgendwie so 100 Cycles oder so. Länger darf ich nicht brauchen, um den zu handeln. Das heißt, ich muss da sehr aufpassen, was ich locke oder nicht locke an Datenstrukturen. Und oft macht man so, dass man im Interrupt nur das Allernotwendigste macht und dann oft so eine Art Tipp oder so ein Hint hinterlässt, dass sich dann später der Kernel im Process-Kontext
drum kümmert, wo die Sachen nicht mehr so kritisch sind. Genau, darf nicht schlafen, man will da nur kurz sein und der Intra-Context hat sein eigenes Deck. Man kann und darf schlafen. Man muss, ja. Wir sehen doch heutzutage immer diese IRQ oder KIRQ-Prozesse oder was, oder? Was ist das? Ach Gott, also IRQ ist nur ein anderes Wort für Interrupt. Interrupt Request ist das. Ich gucke mal, ob hier so ein K-Soft-IRQ.de. Das hatte ich eigentlich nicht. Ich muss gerade überlegen, wie man. Soft IRQs sind so ein komisches Zwischending. Weil Soft IRQs werden auch im Interrupt-Kontext gehandelt, also in dem Kontext, wo ich nicht schlafen darf. Aber wie erklärt man das? Man muss nicht ganz so sehr pressieren wie bei den normalen Interrupts. Ich muss überlegen, wie erklärt man das? Ohne Bilder. Ah genau, das ist schon mal gut. Also jeder Interrupt-Händler besteht eigentlich aus zwei Teilen, aus einer Top-Half und einer Bottom-Half. Und die Top-Half ist dieser, meistens wenn ich Interrupt-Händler sage, meine ich die Top-Half. Und die ist die, die ganz schnell gehen muss. Und die Bottom-Half, die darf länger dauern, die ist im Soft-IRQ-Kontext. Und das, der Unterschied ist, wenn ich hier drin bin, kann ich wieder interrupted werden. Also solange ich hier bin, sind auch Interrupts, werden Interrupts ignoriert. Genau, das ist der Händler hat gesperrt. Genau. Und hier nicht. Und es ist auch so, wenn man fertig ist, also diese Soft-IRQs, die werden alle gesammelt. Da gibt es so Flex in einem Array, die nur sagen, kümmere dich um diesen Standard-Soft-IRQ. Also es gibt auch insgesamt, glaube ich, im Linux-Kernel nur 8 Soft-IRQs. Die sind sehr exklusiv. Es gibt zum Beispiel einen für Netzwerk senden, einen für Netzwerk empfangen und noch ein, zwei andere. Es gibt einen für die Timer, glaube ich, einen für die High-Resolution-Timer und einen für dieses Internet-Locking-System. Und jedes Mal, wenn ich mit den harten Interrupts fertig bin, dann gehe ich in die Loop und arbeite die Soft-IRQs ab. Das macht dieser Hilfsprozess dann. Ach, ja, genau, das mache ich immer. Das ist ein normaler Prozesskontext dann. Ach Gott, also der Hilfsprozess ist so ein Special-Ding, weil, also wie ich es gerade eben erklärt habe, so hat man es gemacht bis 2009 ungefähr. Und dann war aber das Problem, dass manchmal das Abarbeiten direkt nach dem Top-Half, dass es zu viel wird und dass dann der User-Space nie wieder drankommt, weil zu viele in diesem Sammel-Array drin liegen. Deswegen hat man irgendwann mal gesagt, ab einer bestimmten Menge von gerasten Soft-IRQs tut man die nicht mehr direkt danach abarbeiten, sondern tut die in so eine eigene Queue von diesem K-Soft-IRQ-D. Und das ist dann ein Kernel-Thread, der die später irgendwann abarbeiten muss. Also ein regulärer, der Root-User. Ja, jetzt muss ich noch Kernel-Threads erklären. Also an sich sind Kernel-Threads normale Prozesse und haben auch den eigenen Prozess-Structs mit einem Unterschied. Ich suche das Memory-Dings. Der untere Teil fehlt bei denen komplett. Also der ganze User-Space-Teil fehlt. Die haben nur die Kernel-Space-Gesichtshälfte. Sozusagen. Ein Stack schon, oder? Die haben, ja klar, die haben einen eigenen Stack, aber auch nur einen sehr kleinen. Also an sich, hier oben drin, ich mach's mal wieder groß, hier oben gibt es nochmal einen eigenen Stack. Okay. Jeder Prozess hat einen Kernel-Mode-Stack und einen User-Mode-Stack. Und der Kernel-Mode-Stack, der ist der Client, der hat nur zwei Pages. Und deswegen ist auch im Kernel Rekursion nicht erwünscht. Und man darf auch keine großen Datenstrukturen auf den Stack legen, sondern muss dann immer gleich KM-Alloc machen. Genau. Und Kernel-Threads gibt es für viele Sachen, also auch die ganzen ZFS-Sachen haben eigene Kernel-Threads. Genau, und einer ist dieser K-Soft-IRQ-D, der sich darum kümmert, Sachen auf. Also ein Kernel-Prozess ist das, ne? Ja, der Name wäre besser.
als Kernel. Prozess heißt ja, dass der einen eigenen Adressraum hat. Hat er aber nicht. Das ist auch, der läuft, also der Kernel-Thread läuft immer in dem Raum von dem, in dem Speicher, virtuellen Speicher-Layout, was gerade war, bevor er dran kam. Also was er gerade unterbricht, sozusagen. Dann ist es ein Switch. Also wenn der gescheduled wird, dann... Also die Terminologie ist, ein Prozess ist irgendwie von den Daten her getrennt. Prozesse sind datenmäßig getrennt. Was bei so einem Unix-System heißt, dass die einen eigenen Adressraum haben. Und ein Thread oder Lightweight Process ist halt so, dass die arbeiten alle auf einem gemeinsamen Datenbereich, was halt hier von mir ist, der Kernel Space ist. Dann genau, also der wird schon gescheduled wie die normalen Prozesse und der muss im Scheduler, in der Queue, genauso warten wie alle anderen. Aber wenn er gescheduled wird, dann bekommt er nicht seinen eigenen virtuellen Memory, sondern läuft halt in dem, der vorher noch gesetzt war. Ja. Das ist aber auch wieder so eine Performance-Sache. Ja, ja. Dann sind das wirklich Threads. Threads für den Kern. So Lightweight Processes. Genau. Aber sie haben eigentlich mit dem Prozess, den sie unterbrechen, nicht so viel zu tun. Die teilen mit dem keine Semantik oder so, sondern sie sind halt nur da. Also man spart sich diese Trennung und man sagt eben, okay, wir schauen uns die Sourcen davon scharf genug an oder vielleicht verifizieren wir das auch oder vielleicht haben wir ein tolles Typsystem. So dass da nichts Schlimmes passieren kann. Ja, genau. Und sie sagen halt, also ich denke schon, dass man, also gerade bei solchen Sachen gucken immer zwei, drei Leute drüber. Und man accesst ja eigentlich nie direkt irgendwelche Speicheradressen, sondern alles, worauf ich accesse, sind ja so. Also ich gehöre eigentlich auch zu der Schule, das kommt auch aus mehreren Gründen von meiner Herkunft her, dass ich mit Threads arbeite eher als mit Prozessen. Wenn man sowas wie ML macht oder Haskell, dann haben wir eben ein tolles Typsystem und wir machen alles nicht mutierbar und dann können die sich ja nicht zerstören gegenseitig. Mhm. Und dann macht man vielleicht sogar Beweise, dass das auch was stimmt und so. Und diese ganzen Technologie, um eine Trennung zu machen, die macht man semantisch gewissermaßen so. In der Mathematik des Ganzen. In der Praxis kann es dir aber trotzdem um die Ohren fliegen und da habe ich erst letzte Woche wieder rumgebastelt, also von der Skalierbarkeit. Du hast halt Ressourcen, die du gemeinsam benutzt und wenn dann halt da viele dieser Threads sind und sehr viele Ressourcen brauchen und dann reißt der eine das System in den Untergang und dann reißt er halt den Rest mit sich. Ja, also das ist auch alles nicht so unumstritten, dass man da so lax ist. Also zum Beispiel der Andy Tannenbaum, der findet das ganz furchtbar. Also der wettert noch heute in seinem Buch rum, dass man das überhaupt mit reinmappt und dass dann die Kernel-Threads da einfach so drüber kommen. Genau, genau. Also der ist da dafür, dass man da viel mehr trennt und viel öfter diesen... Also das ist ja... Ein Process-Switch besteht ja aus unterschiedlichen Sachen, die man switcht. Unter anderem aus einem Memory-Mapping-Switch. Genau. Und der Tannenbaum meint, man sollte ein paar Mal öfter switchen. Das ist performancemäßig. Das kann man sich mittlerweile leisten. Und das macht die Dinge viel sicherer. Aber in der Linux sieht es halt anders. Also die strukturelle Integrität, die man, also wie viel, und das war ja, da war dieser Linux ist obsolet. Right? Genau, das hat man auch, ja. Vielleicht hat der Linux dann damals dieses Kernel-Verzeichnis angelegt, um zu sagen, wir haben auch den Mikro-Kernel. Also was ja interessant ist, das wissen die wenigsten, der Linux hat sich ja am Ende entschuldigt und hat gesagt, vielleicht obsolet. Das ist schon so ein Dilemma, was man hat. Ich bin ja auch zunächst mal Purist und dann merkt man, naja, wie weit können wir das treiben? Und am Ende musst du dann schon, also über Jahrzehnte und über riesige Landschaften, die du entwickelst, also strukturelle Integrität und Vitalität, Lebensfähigkeit und so, also wie lange kannst du das machen, bis dir die Luft ausgeht, bis du sozusagen die ganzen Holzkisten da nicht mehr übereinander türmen kannst und du brauchst mehr. Und das ist nicht so einfach. Es gibt wahrscheinlich keine richtige Lösung. Es gibt halt vor allem eine Lösung, die sich durchgesetzt hat, historisch, glaube ich mal. Ja. Das ist auch, sagen wir mal, das ist dann auch so mehr so Legacy-mäßig. Linux ist ja jetzt nicht nur reine Legacy-Sache. Die waren ja auch gut genug und smart genug und sind es ja noch, dass sie dann genügend Vitalität halt auch. Ja, also das ist so eine Philosophiefrage. Das ist natürlich ein bisschen ironisch, dass ich jetzt hier einen Linux-Kernel-Vortrag mache und dann jetzt gleich die Mikro-Kernel-Seite verteidige. Aber also ich glaube schon, dass es historisch, also Mikro-Kernel hatten einen schlechteren Ruf als eigentlich notwendig, was zum großen Teil an dem Mach lag. Weil Mach war ja wirklich furchtbar imperformant. Und die haben eine Mordspropaganda gemacht. Wenn man sich heute anguckt, wie
wie geschickt die Leute von dem SEL4 das machen. Genau. Die sind eigentlich sehr performant geworden. Und hätte man damals schon das Message-Parsing so klug gemacht, wie sie es jetzt machen, hätten sich vielleicht Mikrokernel durchgesetzt. Das ist ja der Jochen Lietke gewesen. Mhm. Der ist ja so relativ jung gestorben, da war der so Mitte 40 oder Ende 40. Und dann haben halt seine Kollegen dann das weitergeführt. Und da gab es dann auch so einen Fork in verschiedene Teile. Da gibt es diesen P4 und den SEL4. Und da gibt es noch den Haselnuss L4 und den Pistazien L4, glaube ich. Die haben dann nach Flüssen benannt. Und da hat man wirklich IPC und solche Sachen. Also da sind sehr gute Ideen drin. Ja, eine Idee war, glaube ich, dass man die Sachen halt einfach in den Registern liegen lässt. So viel, wie es irgendwie geht. Und wenn man das geschickt macht, kann man sich damit halt super viel sparen. Mhm. Ich würde gerne eine kurze Pause machen und A, aufs Klo gehen und B, fragen, wer geht alles mit zum Wangam, weil dann sollte jeder langsam mal anrufen. So ein paar Leute müssen nicht reservieren. Also war doch das Donnerstagabend, da ist auch nicht so viel los, gell? Also eigentlich. Also wer geht denn zum Sanka? Ist aber zum Sanka. Oder zu viel zum Sanka. Ja. Aber wenn wir eh nicht reservieren brauchen, dann? Also ich glaube, ab 8 Leuten muss man erst reservieren. Oder ab 7 oder so. Okay, cool. Das macht Dinge einfacher. Dann muss ich jetzt aber trotzdem immer noch kurz aufs Klo. Das ist natürlich jetzt. Hast du mit mir gerade Stoßfest gemacht, weil ich das für dich aussagt? Das ist auch nur den Namen davon. Ja. Ich kannte jetzt nicht mal den Namen, aber der würde ja schon mal einen Vortrag angehört von Hannes Minas. TypeSafe Modular Systems. Du kannst halt da deine Applikation schreiben und in der Applikation auch andere Module von anderen Modulen abhängen. Dann insgesamt ein laufwilliges Betriebssystem, was du, ich glaube, nicht einfach so auf der Hardware laufen lassen, sondern auch mit einem Hypervisor. Du implementierst es aber in OCaml, deine Module und deine Library dann. Genau. Und das wird dann deine Applikation. Ja. Und vom Memory Management, weißt du da irgendwas? Nee, ich weiß nicht, wie du das genau Documentation, Hello World Unit Kernel. Das ist ja dann, wenn da das Layout noch ist, dieses klassische, ist ja glaube ich von 1970 oder 60 oder so, dieses Layout. Und ich habe mich 1990 schon gefragt, was muss man ändern, dass man das gescheit machen kann, also mit, also ME. Also da hast du eine statische Typisierung, die du im Speicher nicht siehst. Das ist also, aber du musst trotzdem irgendein Memory Management machen, so Garbage Collection und sowas. Und da wäre schon mal interessant zu sehen, was die Leute sich hier ausgedacht haben. Letzten. Hurra, weh. Genau, wir hatten TLS. Ich wollte aber eigentlich woanders hin. Ja, nee, das ist ja durchaus bewusst, dass man überall so ein bisschen reinguckt. Ja, wir waren dann gerade bei Tannenbaum und dem Mikrokernsystem. Da ist ja der Ansatz, dass ich also eigentlich alles im User Space mache und dann sind so kleine Prozesse, die wirklich getrennt sind, und die haben halt bestimmte Rechte, aber die sind eigentlich normale User-Prozesse. Ja, sogar das Scheduling, das fand ich so cool. Also sogar wenn man weiß, okay, jetzt muss ein neuer Prozess dran, dann frage ich den Scheduler, der im User-Space läuft, okay, welcher ist es denn? Dann gehe ich wieder in den Kernel-Space und dispatche den. Und der Tannenbaum hatte ja damals Amoeba war das eine und das andere war Minix 3, oder? Ja, mittlerweile ist 3.4 raus. Also 2 war es ja damals. Damals war Minix 2 und Minix 3 war dann. Und das scheinen aber alles nur akademische Spielsachen zu sein, oder? Ach Gott, ich hab mal auch ein bisschen damit gespielt und da hat er mal gemeint, dass irgendwie vor 2 Jahren sogar eine Firma, die ganzen Züge in China macht, auf ihn zugekommen ist und die hätten irgendwie so ein Mikrokernel-System gebraucht, was so super zuverlässig ist, wenn Teile vom System ausfallen, dass sie wieder gestartet werden und so. Und dass er dann halt zu denen meinte, jetzt ist er aber halt auch schon A zu alt und B verbeamtet und deswegen ist es halt jetzt nicht mehr so relevant für ihn.
so selbstheilende Systeme. Also genau sowas. Und dann gibt es ja auch noch das QNX. Das ist ja so ein kommerzielles Unix, das auch ein Mikrokernelsystem ist und das steckt viel in Autos drin. Also das ist gar nicht so akademisch. Das war aber, glaube ich, immer schon so ein wirklich anwendungsorientiertes BlackBerry QNX. Das gab es vor 30 Jahren auch schon. Ja, vor 25 das ist schon Jahren. Alt, ja. Und ich glaube, SEL4 ist auch teilweise in der Industrie beliebt. Also SEL4 ist ja das... das ach so, Moment, das ist Security Enhanced L4. Das ist, ja, ich glaube, das, was die Australier alle verifiziert haben, wo auch sehr, sehr viel Arbeit drin steckt. Warte mal, die haben den Namen geändert. Das war ja L4 Verified und dann ist jetzt SEL4, ist das der ein kleines? Oder ist das ein... Stimmt eigentlich. Du weißt, da gibt es viele Anwendungen. Ich kenne halt SEL4 als das verifizierte L4-Projekt von Gerwin Klein und Gernot Heiser. Heiser war ja ein Kollege von Liedtke, von dem Jochen Liedtke. Also ich habe tatsächlich mal eine Anfrage von einer Firma bekommen, die, ach Gott, die bauen so Firewalls und Gateways für Versicherung und für die Bundeswehr. Und die machen das mit SEL4. Okay. Und die hätten mich eingestellt, aber ich hätte da nach Köln ziehen müssen und da hätte ich dann keine Lust gehabt. Und also es scheinen Leute zu verwenden. Also weil ich habe da tatsächlich nachgefragt, weil sie meinten nur ein Mikrokernelsystem und ich habe halt mit so einer Recruiterfrau geredet und wollte ich nämlich wissen, was für eins das ist. Und dann hat sie tatsächlich nachgefragt und es war SEL4. Also das scheinen wohl Leute zu verwenden. Fand ich auch cool. Gut. Ich meine dann irgendwie, dass auch wenn ich es nicht nehme, wäre es ja irgendwie so aus akademischer Sicht interessant zu erfahren, was sie machen und wie gut es funktioniert, aber die haben sich seitdem nie wieder gemeldet. Und also das mit Isabel bewiesene L4-System oder so, andere Tools, die da verwendet haben. Okay. Also die Firma heißt Infodust, die das macht. Okay. Aber auf der Webseite stehen da keine Details. Das ist, sagen wir mal, wir haben ja vorhin ein bisschen so spekuliert über die soziale Struktur des Linux-Projektes. Das ist halt sehr bodenständig und relativ konventionell. Und wenn wir so auf SEL4 ist halt unkonventionell und SEL4 ist dann super unkonventionell. Und wenn man da so ein bisschen, das dünnt sich sehr schnell aus, dass dann da sehr dünne Brücken sind und dann einzelne Leute, an denen bestimmte Sachen hängen und so. Wenn man den Mainstream verlässt, da war doch mal bei SSL, glaube ich, das, wo man jemand nachgeforscht hat, wer ist denn jetzt für verantwortlich? Oder? Und dann war das einer, der irgendwie nicht mehr bezahlt wurde. Und so. Ach, war das damals mit Heartbleed? Ich glaube, also bei einem dieser vielen Vorfälle hat man dann nachgeforscht, ja, wer ist es denn jetzt eigentlich, der das prägt? Oh, hi, hi. Wobei, das zeigt dann, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, das Modell, das der Linux Kernel hat. Und dass man da auch ein bisschen dahinter ist. Klar, zuständige Leute zu haben und auch. Also wir können doch mal in diese Maintainers-File noch reingucken, vielleicht sogar hier. Gott, wo ist der denn? Ah ne, der sieht hier... Wir wollten ja TCP, auch wo waren wir jetzt? Wir haben jetzt... Also ursprünglich war so mein Ziel, so demnächst, die nächsten 10 Minuten mal Richtung TCP-Implementierung. Ich bin da auch zu wenig aber autoritär dafür. Der Kernel-Stack ist ja nicht so groß. Nein. Wir können noch kurz jetzt will ich noch in die Maintainers-File gucken. Also es gibt direkt im Root Sourcer gibt es eine Maintainers-File und da steht eben genau das drin, wer ist zuständig für was. Und es gibt auch ein Skript, das versteht die Syntax von dieser Datei und ich kann dem Skript eine beliebige Datei geben und dann sagt mir das Skript, zuständig für diese Datei ist XY. Das ist ein Perl-Skript, oder? Genau. Das war damals auch schon so. Also es ist exakt, da hat sich nichts verändert. Und wenn wir können jetzt mal nach Apple Talk suchen, was wir vorher hatten. Nee, Apple Onboard Audio. Apple Talk Network Layer. Hier steht jetzt kein Name dran, das wundert mich gerade selber. Aber sie haben halt eine Mailingliste dafür. Sie haben... Und sie haben hier zwei Directories. Heißt das, da gibt es jetzt auch keinen dafür?
Weil normal was bedeutet Outfix ist eigentlich? Vermutlich hilft davon im Kontext, was das S supported. Ach so, da gibt es also eine Art, wie weit ist der Support sozusagen? Also stimmt, ja, wenn das mit den anderen vergleicht. Outfix ist also da, ja. Das ist ja ganz wichtig. Also wenn da tut jemand so ein bisschen rumwursteln da. Wahrscheinlich, ja. Und wenn man jetzt applied. Okay, das heißt Maintainers das Fall, gell? Ja. Stehst du da selber drin? Na, also ich habe tatsächlich, wenn man nur einzelne Files hat, steht man nicht drin, also muss man schon einen Ordner haben oder mehr. Was ich einmal gemacht habe, also es war bei, ach Gott, bei Sources, glaube ich, oder bei, nee, bei, es gibt irgendwo eine File, wo Bücher empfohlen werden über C und über den Kernel. Und da habe ich dann mal ein paar aufgeräumt und dann auch ein Paper von mir reingetan, weil ich der Meinung bin, dass das diesen Teil vom Kernel gut dokumentiert. Und dann hat später jemand das historisch sortiert und da stand mein Name, meins auch einmal ganz oben drin. Und ich war so, oh. Aber ansonsten eher im Code. Also supported heißt, da ist eine Firma, da kann ich um Rat fragen oder so. Ja, ich denke, oder zumindest ein Mensch, der auch zwei, drei Tagen antwortet. Maintain ist sozusagen nur, dass die von sich aus das aktuell halten. Es ist aber oben, glaube ich, auch alles definiert. Also ist schon faszinierend, dass die sozusagen strukturell eigentlich immer nur dieses File immer länger machen hier und jetzt vom Konzept her da nichts grundsätzlich verändert haben. Supported heißt, someone is actually paid to look after this. Das macht schon den Erfolg von Linux aus, dass die es da nicht irgendwie irgendeinen Bullshit haben, da irgendwie objektorientierte Datenbanken zur Verwaltung von solchen, weil über die Jahrzehnte sich diese Trends ständig verändern. Ich glaube auch. Also sie haben ja eine neue Sache jetzt tatsächlich, sie haben ja was ausprobiert, nämlich dieses Docbook für die Doku, was so XML ist. Und das hat dann aber auch irgendwie, fand niemand besonders toll. Und jetzt verwenden sie Sphinx und RST. Also Restructure Text, aber das ist so ein bisschen so ähnlich wie Markdown. Das ist noch immer so recht konservativ. Aber das war auch insofern cool, dass die da ein bisschen Fortschritt doch mal hatten. Also viel ist auch immer noch in Textdateien, aber mittlerweile migrieren sie auch viel auf die RST-Sachen. Sodala, so jetzt langsam mal. Also TCP. Im IPv4-Ordner, da mag ich noch so ein bisschen durchgucken. Also es gibt hier zum Beispiel mehrere Dateien, die mit FIP anfangen. Und FIP ist, also bei denen ist es die Forward Information Base, also eigentlich ist das Routing. Also das ist der Code, der sich um die Routenfindung kümmert. Um das IP-Routing. Genau, und der FIP-Tree, das ist denen ihre zentrale Datenstruktur, die sie haben. Das ist, glaube ich, ein Präfixbaum. Genau, dann, was gibt es ansonsten noch Interessantes? Hier grob zu sehen. IP-Input kümmert sich um die IP-Pakete, die reinkommen. TCP, okay. Bevor wir uns auf TCP stürzen, gibt es noch was drumherum. Also man sieht jetzt schon, es gibt sehr viel für TCP. Hey, nochmal langsam, wir stehen ja. Also ich bin jetzt gerade, wo bist du gerade? Hier bei tcp.c. Ich mache das gleiche Fall. tcp.c ist der eigentliche. So, und da stehen ja jetzt also Autoren und Fixes und solche Sachen da, Alan Cox und so. Wird denn das weiter so gemacht? Oder ist das historisch? So wie ich weiß. Teils. Also ich würde mich jetzt da nur trauen, meinen Namen reinzuschreiben, wenn ich schon was Größeres ändere. Und
dann ist das aber, glaube ich, immer noch aktuell. Also hier stehen ja so Fixes und dann, also das ist ja bevor man da Version Control hatte, da hat man das früher wirklich so gemacht. Dass man, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Weil, also führen die das noch weiter, dass die da an dem... Also wir müssten mal gucken. Matt Dillon ist ja, also die Leute sind schon gut abgehangen hier, Alan Cox und Matt Dillon und so. Dann gucken wir ja, wenn das so, wo wahrscheinlich vielleicht noch eher was passiert ist. Weil, TCP-Fixes. Also wo ich weiß, dass man noch mehr gemacht hat, ist bei dem TCP-SAC, also Selective Acknowledgements. Und das ist hauptsächlich im TCP-Input drin. Und also da passiert immer noch viel. Und was jetzt da wir gucken könnten, ist, es gibt ja Git Blame. Da kann man gucken, wann welche Zeile geändert worden ist. Das ist kaum vorstellbar, gell? Früher hat man tatsächlich so gearbeitet, dass man also irgendwas geändert hat, dann schreibt man zwei Zeilen in den Header rein und das war's. Ja, das wird ja immer noch gemacht. Okay, bei welchen, wo du mitgewirkt hast? Ja. Das ist natürlich jetzt etwas schade. Hier steht jetzt, ich mache es ja heutzutage so, dass ich systematisch, also die History, ich hangel mich da immer so weiter, das ist so eine Leiter, wo man sich so durch den Raum der Zeit bewegt. So. Und dann macht man Schritte, die in sich irgendwie klar sind, auch wenn man die nicht genau versteht. Die haben so eine bestimmte formale Korrektheit. Und dann geht man halt Wochen, Monate oder Jahre später dann wieder zurück drauf, ah, weil ich das damals so gemacht habe, ist das richtig oder ist es falsch, weil es aus bestimmten Gründen ist. Induktion über die History. Also hier ist einer von 2005, das ist schon ein bisschen her, der sich da reingeschrieben hat. Aber da gab es schon Git. Nämlich ein Jasper Juul von DiffDK. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ansonsten, also es ist jetzt natürlich doof, dass hier das Datum nicht dabei steht. Mal den Papier reingucken. So. Nee, auch nicht. Oh, mit Date. Ja, das da braucht er nochmal. Das ist natürlich das erste Mal so. Das ist alles der Import. Ja, das alles ist, also da haben jetzt Leute länger nichts mehr geredet. Hier hat sich einer 2005 noch reingeschrieben. Der hat sich so oben drauf gemogelt. Ist Matthew Dillon da noch aktiv? Wenn, dann finden wir ihn gleich. Der Name sagt dir jetzt nichts, oder? Ja... Nee. Hier gibt es auch noch einen von 2005. Dann haben wir hier 2007 hat sich einer reingeschmuggelt, ein Andy Klein. Matthew Dillon war so ein großer Amiga-Typ. Also da hatten wir noch keine richtige Hardware, da konnte man kein Unix laufen lassen. Und das Amiga-System hatte, das war da relativ nah dran. Und der hat sehr viele Unix-Sourcen darauf portiert. So. Und dann habe ich ihm da Patches mal geschickt. Da habe ich eine Floppy per Post in die USA geschickt. Und mit einem Zettel, die das erläutern, was ich da gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ja super, ich habe das alles übernommen. Ja, das ist cool. Ja. Und der ist später auf BSD gewechselt und offenbar sind seine Sachen irgendwie in die Linux-Sourcen wiedergewandert. Und wie Matthew Dillon. Matt Dillon, ja. Matthew Dillon. Der hat die Programmiersprache D, glaube ich, sogar mitverantwortet. Der Professor Hagerup steht so auf D. Es kann aber sein, dass das irgendwie eine andere Programmiersprache D ist. Also D nach Dillon halt. Dillon ist auch eine Programmiersprache. Das ist Dynamic Language, Bob Dylan, ja, also Dynamic Language ist die Apple. Wir können mal gucken, ob es das gleiche D ist. Er hatte mir dann eine Floppy zurückgeschickt und hat gemeint, also ja, tolle Patches, ich habe sie übernommen und hier hast du einen Prototyp von meinem neuen Compiler für die Nachfolger von C oder sowas. Also, nee, der hier ist ein Walter Bright und ein Alexandre Schuh. Das ist nicht das gleiche D. TCP QT Creator. Wo? Das, ja, es ist. Ich dachte am Anfang, dass ich so, wenn jemand trotzte, dass ich sage, nein, das ist schon Emacs, was ich hier verwende. Es sieht nur. Es ist nur ein komischer. Sieht nur so aus, es ist nur ein komisches Plugin. Komisches Paket für Emacs. Ja, da gab es das DICE, Dillon's Integrated C Environment. Also wir kommen jetzt da wirklich zu archaischen Zeiten, bevor das, aber der Linus, der war halt kein so ein Amiga-Typ, der war ein PC-Typ und da hat man ihn am Anfang auch kritisiert dafür und dann hat er den 386er gehabt und hat dann überlegt, was kann ich für ein Betriebssystem dafür schreiben. Ja, das ist ja auch diese allererste
Usenet, dieses Usenet-Post. Genau, so. Genau. Sorry, es geht leider nur für das. Weil ja. Ich kann jetzt aber deine Frage von vorher beantworten. Mittlerweile schreiben Leute da ihre Namen nicht mehr oben rein. Mhm. Also in der Feind ist ziemlich viel passiert. Da haben sie unter anderem diese Reactive Acknowledgements implementiert, aber die haben sich dann da nicht verewigt. Also die sind alle noch vorne. Das wäre auch sehr lang und sehr komplex. Also wir sind bei tcp.c noch, oder? Jetzt gerade sind wir aktuell bei tcp-input.c, wo ich das Input habe. Input. Ja. Nur beim Kommentar. Kannst du in 5 Minuten erklären, wie das funktioniert? Das ist Protokoll und... genau, 5 Minuten. Also eine Sache ist, man muss ja immer gucken, was ist denn das Publikum und was wissen die Leute schon über TCP und was noch nicht. Ich überlege gerade, also mein Hauptplan war, nachdem wir so ein bisschen die TCP-Files drüber gucken, war in die Richtung tcptimer.c zu steuern, weil die kenne ich gut. Und da kann ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Kontext erzählen. Also TCP hat ja mehrere Timer. Einer, vielleicht können wir sogar in den RFC gucken, mal gucken, wie schön das hier da strukturiert ist. Ich weiß es selber noch nicht. Aha. Do not allow open sockets to eat all your resources. This is direct violation of the TCP specs, but it is required. Ja, das ist immer cool, dass du das so, also ich zeige euch da später noch die Stelle mit im Socket TCP-Socket, wo sie sagen, man kann dann parallel, sie haben die Variablen alle genau gleich genannt, dass man parallel den RFC lesen kann und lachen. Also hier finde ich es leider nicht so schön dargestellt, wie ich es mir erhofft habe, aber also ich habe ja mehrere Timer, die ich starte, wenn ich ein Paket losschicke. Also einer ist dieser RTO, Retransmission Timeout, den starte ich und wenn ich innerhalb, der hat irgendwie eine bestimmte Zeit, sagen wir eine Sekunde, und wenn innerhalb von einer Sekunde kein ACK kommt, dann sagt der, okay, Paket verloren. Dann zählt das Paket als lost und er drosselt dann und macht lauter Packet Lost Handling Sachen. Und das ist halt wichtig, dass man die Pakete trackt und für jedes Paket einen Timer startet. Und das macht unter anderem diese File, aber es ist nicht das einzige. Also es gibt auch noch andere Timer und ich glaube, unten haben wir eine schöne Übersicht, wo man die alle findet. Ich habe hier auch, da ist jetzt der Überblick. Ah, okay, also es gibt einen Keep-Alive-Timer, das ist, wenn ich dem PCP sage, halte die Verbindung am Leben, dann schickt der alle, immer wenn der Timer abläuft, immer wieder mal ein Paket und guckt, lebt der andere noch und ja oder nein. Und dafür ist halt der Keep-Alive-Timer da, dass der ja, sich darum kümmert und man hat da, glaube ich, schon so ein paar Minuten normal. Dann, RTO-Timer hatte ich schon erzählt. Was es dann noch gibt, ist der dritte, der DELACK-Timer. Und es ist so, wenn ich als Empfänger bei TCP super viele Pakete bekomme, dann wäre es ja doof, für jedes einzelne Paket, was ich bekomme, ein eigenes ACK los zurückzuschicken. Weil das verbraucht ja sehr viel Bandbreite und das ist Aufwand und Stress. Und Delayed ACK heißt, ich bekomme ein ACK und dann warte ich noch ein bisschen, weil wenn kurz danach ein zweites ACK kommt, dann schicke ich, ein zweites Paket kommt, Entschuldigung, ich bekomme ein Paket und ich warte ein bisschen, weil wenn kurz danach ein zweites Paket bekommt, dann kann ich ja für das zweite einfach nur ein ACK schicken und beide zusammen bestätigen. Und der DELACK-Timer, der wird gestartet jedes Mal, wenn ich ein Paket bekomme und der wartet nur ganz kurz. Und wenn er halt abläuft, dann schicke ich ein Paket, schicke ich ein ACK. Und wenn er nicht abläuft, dann beim zweiten schicke ich auf jeden Fall einen ACK. Und es ist halt relevant dafür, eigenen Code zu haben, weil die Zeit, wie lange ich warte, die hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie lang die Latenz von meiner Verbindung ist. Also bei einer langsamen Verbindung sollte ich länger warten, wie bei einer sehr schnellen Verbindung. Was bedeutet BH hier oben? Das sind die Bottom Halves, diese Soft IRQs, die ich vorher hatte.
Also das ist dieser Teil, der auch noch im Interrupt-Kontext läuft, aber nicht ganz so kritisch wie die Interrupt-Händler. Und ich muss überlegen, was gibt es sonst noch für interessante... Das Witzige ist also hier Timer. In dem Visual Studio Code, wenn ich auf BH hoffere, gibt er mir ein C-Symbol namens BH, was RM plus 1 ist. Ja, klingt nicht so ganz. Das ist hier nicht gedacht. Das ist hier nicht so. Es gibt noch einen Fast Open Synact-Timer. Fast Open ist ja so eine Erweiterung von Google. Also da bin ich jetzt selber auch gerade am. Wäre ich dann auch am Erforschen, was genau die tut. Aber das ist interessant. Ich habe nämlich heute Nachmittag genau diese Sachen alle im User Space versucht zu verstehen. Da gibt es ja Man-Pages oder irgendwelche Sys-Controls und so. Und dann es ist also, da ist dieser Enable-Algorithmus, das ist dieses TCP-Node-Array, dann ist dieses Delayed Ack, was du gerade hattest. Und dieses Fast Open scheint relativ neu zu sein. Ja, das ist, ich weiß noch, als ich noch studiert habe, kam es gerade in meiner Klausur dran und war so der neue Shit. Und da waren sie mal innovativ, dass sie das mit eingebaut haben. Und das ist eine Erweiterung, ach Gott, wenn du, glaube ich, zu einem, also du hast Cookies und wenn ein Client, zu dem du schon eine Verbindung offen hattest, jetzt noch eine Verbindung zu dir aufmachen will, dann geht die zweite Verbindung schneller, weil du über den Cookie den wiedererkennst und dann musst du keinen Drei-Wege-Handshake machen, sondern es geht nur hin zurück, also Zwei-Wege-Handshake. Und das spart halt so ein bisschen Zeit und vor allem, wenn du jetzt Webseiten hast, mit die 10.000 oder ja, die 40 TCP-Verbindungen aufmachen, weil sie überall noch ein Bild da und noch ein JavaScript-Script da und da und da holen, dann laden solche Seiten deutlich schneller, weil diese 40 extra TCP-Verbindungen sehr viel schneller aufgemacht werden. Und das hat wer eingeführt? Google. Die waren da dahinter. Ich habe ja kürzlich, weil ich sehe immer diese Datenschutzbestimmungen und sowas, also ich habe jetzt kürzlich mal auf meiner Webseite das einfach geschaut, kann ich alle Cookies loswerden und das habe ich geschafft. Also eine cookiefreie Webseite, also das, da muss man jetzt nicht das Protokoll unten. Ja, wobei das sind Cookies im Kernel, das sind andere wie die. Das sind Webseite. Andere Cookies, die keine hat. Okay. Die sind auch wahrscheinlich kleiner und eleganter, aber die haben tatsächlich mit den mit User Space Cookies gar nichts zu tun. Okay. Ich glaube, immer wenn man Linux Kernel bootet, das kann dieses Cookie. Ich habe jetzt gedacht, das ist sozusagen für HTTPS-Kommunikation. Nee, das ist tatsächlich, also tatsächlich, dafür wird es natürlich am meisten verwendet. Aber das ist deutlich low-leveliger. Und davon profitiert auch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, andere TCP-User profitieren davon auch. Also auch mein Mumble und mein Teamspeak oder whatever. Ich weiß nicht. Also auch der Emacs, wenn er sich jetzt mit irgendjemandem im Server verbindet und auf dem Server läuft ein Linux, so profitiert er davon auch. Die haben das deutlich tiefer im Technologie-Stack eingebaut. Wir können uns mal den Dell-Akt-Timer angucken. Ja, ne, ich wollte aber einen bestimmten. Ich wollte nämlich einen mit. Wo es auch den TCP-Socket gibt. Genau, TCP out of resources. Also manchmal, wenn man Glück hat, steht Doku dran. Und da ist es so, also man kann. Orphan Sockets haben. Das ist Sockets, zu denen kein User Space Prozess mehr gehört, aber die aus irgendwelchen Gründen noch offen sind. Und die lässt man eine Zeit lang einfach existieren. Aber wenn dann wirklich Ressourcen knapp werden, muss man die auch zumachen. Und das macht diese Funktion. Also der User Space Prozess ist ja nur die eine Seite und da kann ja von der anderen Seite noch Kommunikation kommen. Also man wartet drauf. Zum Beispiel, oder da können der User Space Prozess kann tot sein, aber es kann auch was zu senden sein, was noch drin liegt. Zum Beispiel auch. Ist denn das, es gibt ja bei NetStat dann so verschiedene Statusangaben, dieses Offen, was ist das dann für ein Status da? Ach Gott. Meinst du das Wait Closed oder irgendwo Closed Wait oder wie heißt das? NetStat-A und dann sieht man doch oft so, dass dann da eine Sache noch ziemlich lange rumhängt, so im Zwischenzustand. Ist das dieser offen? Ich denke, ja, so habe ich es jetzt auch mal verstanden. Das heißt, glaube ich, Closed Rate oder so ähnlich bei dem Match-Start.
Ist das das oder ist das was anderes? Ach Gott, ich bin gerade am Überlegen. Es gibt, also das hat jetzt wieder was mit dieser TCP-State-Maschine zu tun. Wenn du eine Connection closed, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich es gut erkläre. Also ich kann ja, da können ja also wenn wir jetzt beide TCP-Sockets sind und ich dir was zuschicke und dann schicke ich dir ein Fin. Das heißt, du hast keine Lust mehr. Genau. Und Fin heißt aber, glaube ich, erstmal nur, dass ich nichts mehr schreiben werde, aber dass ich immer noch zuhöre. Also es können ja Rückmeldungen kommen, man wirft ja die Sachen ins Netz da, seine Fische ins Meer da. Und da können ja alle möglichen administrativen Rückmeldungen kommen. Und da soll einfach die Zieladresse dafür noch da sein. Genau. Also, und erst wenn du ein Fin-Ack gemacht hast, also wenn du mir auch ein Fin und ein Ack geschickt hast, dann weiß ich sicher, du bist jetzt okay und du schickst mir nicht mehr. Und dann, also dann glaube ich, dann muss ich noch mal ein Ack oder so schicken. Und dann sage ich, okay, passt. Und dann kann ich auch mein Socket schließen. Aber du musst, glaube ich, nach deinem immer noch warten, dass ich auch wirklich... Das, jetzt gehört das ist das klassische cool Modell, wo man sehr freundlich miteinander umgeht im Netz. Ja. Und wo man auch sehr viel immer wartet, dass der andere okay damit ist. Genau. Mhm. Und es kann aber dieser Zustand, und das ist dann, warum es auch Finwait 1 und Finwait 2 gibt. Und Finwait ist, glaube ich, wenn ich zu dir gesagt habe, ich rede jetzt nicht mehr, wo ich aber nicht mehr weiß, ob du mir noch was erzählst. Mhm. Das ist das Finwait. Und ich weiß gerade aber leider auch nicht auswendig, was der Unterschied zwischen dem Finwait 1 und dem Finwait 2 war. Mhm. Und ich glaube, dass die Orphan Sockets, die sind dann was anderes, weil da muss dann auch wirklich der User Space Prozess dafür tot sein, aber sie müssen noch Traffic haben, den sie senden müssen. Vermute ich. Mhm. Also das ist alles sehr viel rauer geworden nach Jahrzehnten von Denial of Service Dafür gibt es ja auch die Syn-Cookies. Die hatten ja auch eine eigene C-File weiter oben. Die sind schon relativ alt, gell? Also, ich habe das erste Mal vor 8 Jahren von denen gelesen. Mhm. Das wäre noch interessant, das ist, glaube ich, auch eine schöne zum Nachverfolgen, weil da sagt der Name eigentlich schon, was es tut. Aber mein konkretes Problem, was ich heute Nachmittag hatte oder gestern, war ja, dass also beim Timing und so da irgendwie sich was verändert hat durch ein Update des Linux-Kerns. Und jetzt habe ich empirisch tatsächlich einen alten Kern, wo das wieder funktioniert. Jetzt kann ich dann also nachher mich hinsetzen und die beiden Source-Trees einfach da vergleichen. Ja, und das sind ja vor allem relativ wenige Files, die für dich kritisch sind. Ja. Also, und dann müsste ich irgendwie in dem Git nachschauen, wer da was gemacht hat. Ja. In dem Kernel-Git. Und das findet man auf der Kernel-Webseite. Genau, das ist ein, wenn du willst, kann ich dir sogar die URL jetzt raussuchen. Oder ich kann es einfach bei Google mal suchen. Ich glaube, für dich ist wahrscheinlich das hier das Relevanteste. Das Unterste, aber ich glaube, dass das alles abzutippen ist. Warte, ich mache mal so. Das ist immer die gleiche, also Linux, Torvalds, einfach der Torvalds. Genau, also das Zeichen ist das Interessanteste und da siehst du dann auch, oder das auch relevanteste, weil also du hast ja wahrscheinlich Stable Kernel, weil die ganzen Distros, die nehmen immer die Stable Kernel für ihre Pakete. Haben die dann da Clones und Forks und sowas? Also bei Ubuntu ist dann vielleicht... Jein, also an sich hast du erstmal Linux Stable, das sind die mit den 3 Nummern. Also direkt in Torvalds hast du sowas wie irgendwie 4.9 und dann Stable Kernel ist sowas wie 4.9.1. Und die Distros, die nehmen so einen Stable-Kernel und patchen dann noch ihr eigenen Kram dazu und dann machen sie ihr Ubuntu-Kernel-Paket draus. Aber letztendlich muss ich wahrscheinlich bei Ubuntu schauen, die haben ja eigene... Ja, also zum Beispiel, ich weiß, dass hier mein... Ich habe momentan den Debian-Standard-Kernel, ich habe den 4.16.0. Und dann dieses -2, das ist ja schon wieder Debian-spezifisch. Und ich könnte jetzt hier, wenn ich will, auch Git Checkout 4.16, ich glaube, es fehlt noch ein V, ja, 0 machen. Haben Sie den 0 überhaupt noch? Also ich habe halt hier eine Ubuntu-Angabe, also das ist das Ubuntu für verantwortlich. Da
Also die patchen noch Sachen dazu, aber ich glaube, das muss aus dem Ubuntu-Repository hervorgehen, was die da gemacht haben. Der Beweis für das, was ich vorfinde. Wahrscheinlich ist dann irgendwie eine Zeile, die man hier verändert hat. Genau, auf jeden Fall. Die haben dann auch diese Tags, die sind entsprechend nach den Versionsnummern im Git. Und da kann man die dann vergleichen. Genau. So, ich wollte hier noch ein bisschen was... Genau, hier weiß man vom Namen schon sehr genau, was das tun soll, weil... Also der Retransmission Timeout, den man hat für diese TCP-Connection, der soll reduziert werden zu was der User gesetzt hat. Also dieser User-Timeout. Und die Funktion bekommt einfach nur den Socket von der TCP-Connection. Welches File ist das? Das ist das TCP-Timer.c. Ich kann auch ein bisschen hochscrollen. Ich finde das hier nicht. Warte, ich kann hier nochmal links das aufmachen, wenn du magst. Achte. Kann es sein, dass mein Kern das nicht hat? Das ist eigentlich schon sehr alt. Das kann eigentlich nicht sein. Also in im Net IPv4 TCP-Timer.c. Also das ist auch wirklich zentral zu TCP. Also das File habe ich schon, aber ich habe diese Funktion dann nicht. Okay. Das ist ein Timer. Wir können mal gucken, was seit wann die da ist, aber die sollte eigentlich. Kann es sein, also gibt es da Varianten der Sourcen? RTU heißt was? Retransmission Timeout. Okay. Es kann ja sein, dass das eine Policy ist, die nur dieser besondere Kern darf. Also, wenn, dann ist diese eine Funktion halt ein bisschen neuer. Ja. 19.07.2018. Mhm. Dann ist mein. Das ist auch selten, dass mal was zu neu ist. Also das sind alles Verfeinerungen dieser Policies, dieser ganzen Teile. Also da wird auch immer wieder so sehr engineering-mäßig rumgewurschtelt und dann guckt man, ob es besser geht oder nicht. Und es ist auch im Linux-Kernel so, wenn man genug Benchmarks mitliefert, die breit genug sind von den Anwendungsfällen, dass es besser funktioniert, dann reicht es schon. Also ich muss da keine Doktorarbeit gemacht haben. Genau, also die wollen nicht unbedingt einen formalen Beweis, die wollen empirische Benchmarks. Mhm. Eine Sache, die ich noch zeigen wollte, war, was mich am Anfang sehr gewundert hat, wenn man den so ein Socket reintut, dann hat man hier eine Funktion, die heißt InetCSK und dann kommt auf einmal ein anderer Datentyp raus, nämlich ein Internet Connection Socket. Und wenn man sich diese Funktion dann aber anguckt, dann macht die nichts anderes als casten. Also die castet den Pointer. Und ich war dann so, hä, warum? Und geht das überhaupt? Ja, schon, aber ich meine, das sind ja verschiedene Datenstrukturen. Wieso kann ich die hin und her casten? Genau richtig. Also ich habe mir dann irgendwann mal, wenn ich mir dann das, wo es hingecastet wird, angucke, also wenn ich mir diesen Typ angucke, einmal und dann gucke ich mir aber auch den anderen. Also du hast halt so eine Kaskade von Records, die immer länger werden. Hier haben wir den Sock. Und es ist tatsächlich so, also der Inet-Sock, der hat als allererstes Member, der Inet-Connection-Sock, also das ist der Socket für alles, was verbindungsbasiert ist, hat als allererstes Member einen Inet-Sock und dieses erste Member hat dann als erstes Member einen Sock. Und die containern sich so gegenseitig. Und also bevor man Subtyping formalisiert hat und bevor man objektorientierten Unsinn darüber gelegt hat, hat man das so gemacht. Ja, also genau, das ist so die C-Art, wie man Vererbung implementiert sozusagen. Bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Also vermutlich, ja. Da waren das halt einfach Structs, wo man dann nur den Anfang davon accessed hat. Ja. Also du hast halt baumartig machst du halt immer Verlängerungen deiner Struktur. Und das ist auch standardkonform so. Also der C-Standard hat das sogar so mit eingedacht. Ja. Das ist eine ganz halt ehrwürdige Programmiertechnik. Also ich habe das tatsächlich in der Uni nie gelernt. Ich habe das erst durch den Linux-Kernel so dann entdeckt. Man hat halt als ich als Student anfing, kam diese Objektorientierung auf. Das war eine Mordspropaganda.
Und man konnte sich nicht vorstellen, dass man den Scheiß wieder los wird. Also wir haben es ja jetzt, Java ist ja funktional geworden jetzt. Und da kommt ja dann so ein Wertesystem mit, dass die dann sagen, du darfst nie das und das machen. Und, so. und da gehörte das dazu, dass man also diese ältere Tradition, die waren dann halt extrem verpönt. Das sind aber jetzt keine absoluten Werte, das ist halt eine bestimmte Community, die hat es so festgelegt. Das gibt es ja bei uns bei ML auch oder so, dass man Sachen sind einfach total verpönt. Das macht man aus bestimmten Gründen nicht. Diese ehrwürdige Technik, der Linus, der ist halt auch alt genug, der kannte das noch. Der hat gesagt, hier C++ und so, das kannst du ja selber machen, das mache ich nicht. Und wir machen das auf die Weise, wie wir es schon immer gemacht haben. Das ist gar nicht so doof. Ja. Das ist sehr leicht. Und vor allem so habe ich halt auch immer noch die Typsicherheit. So kann ich meine allgemeinen Sockets überall reintun, aber gleichzeitig kann ich dann bei dem Init-C-Sock meine ganzen spezifischen Sachen accessen. Das wäre auch dann tatsächlich von mir aus dann so das Ende, weil ich habe auch echt Hunger mittlerweile. 22 Uhr haben wir, ja. So, jetzt muss ich nur gucken. Also, jawohl. Wenn wir das jetzt